Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jörg Haas, ich bin Referent für internationale Politik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich möchte Sie ganz herzlich heute zu unserer Diskussion begrüßen mit dem Titel Zwischen Konjunkturpaket und großer Transformation, welcher Weg führt aus der Krise? Wir haben zu dieser hoffentlich spannenden und hochaktuellen Diskussion zwei ganz prominente Gäste eingeladen. Direkt zu meiner Linken Maya Göpel. Maya Göpel ist Politökonomin, Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen und Honorarprofessorin an der Universität Lüneburg. Sie hat im Frühjahr ein Buch mit dem Titel Unsere Welt neu denken veröffentlicht, das schon viele Wochen ganz oben auf den Bestsellerlisten rangiert. Maya und ich kennen uns schon viele Jahre. Ich glaube, wir haben uns im Kontext des ersten Kongresses MacPlanetcom, die Umwelt in der Globalisierungsfalle, so um das Jahr 2005 herum kennengelernt. Nicht so lange kenne ich Tom Krebs. Er studierte Physik an der Universität Hamburg und Volkswirtschaftslehre an der renommierten Columbia University in New York. Von 1995 bis 2006 forschte und lehrte er an US-Universitäten. Seit 2006 ist er Professor für Makroökonomik und Wirtschaftspolitik an der Universität Mannheim und nun schon seit vergangenem September Gastprofessor am Bundesfinanzministerium. Mit Kritik an Hartz-IV-Reformen, mit einer Befürwortung öffentlicher Investitionen, zum Beispiel in Kitas und Schulen, Infrastruktur und Wohnungsbau, lag er, glaube ich, viele Jahre ein bisschen eher auf der progressiven Seite dessen, was man den wirtschaftspolitischen Mainstream in Deutschland nennen könnte. Aber ich habe auch den Eindruck, dass dieser Mainstream sich gerade ein wenig verschiebt. Die Frage nach der Transformation unserer Wirtschaftsweise ist, glaube ich, hochaktuell. Wir alle sehen, was gerade klimapolitisch sich tut. In Sibirien ist es gerade knallheiß, wo es eigentlich noch ganz moderate Temperaturen haben sollte. Wir haben Dürre wieder einmal im Osten Deutschlands. Und gleichzeitig steht auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft ganz oben auf der Agenda, denn es haben sich dort auch viele Gewichte verschoben. Meine eigene Einschätzung ist, dass wir eine große Transformation brauchen. Doch der Anlass, den wir jetzt haben, ist eine große Wirtschaftskrise. Weltwirtschaftlich gesehen ist das vielleicht die größte Krise, mindestens seit 1929, vielleicht sogar noch länger. Und wir haben jetzt ein Konjunkturpaket zur Bekämpfung dieser Wirtschaftskrise bekommen. Neulich auf der Bundespressekonferenz. Olaf Scholz zitiert ganz stolz den 80er-Jahre-Hit von Geier Sturzflug. Ein Hit, in dem es satirisch heißt, die Krankenschwester kriegt einen Riesenschreck, schon wieder ist ein Kranker weg. Sie amputierten ihm sein letztes Bein und jetzt kniet er sich wieder mächtig rein. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Und die Schriftstellerin Sibylle Berg schreibt vor einigen Tagen auf Spiegel Online, die Staus sind zurück, die Börsen machen wieder Börsenzeug, die Märkte funktionieren, der Wahnsinn geht weiter und wir retten. Wir retten, was das Zeug hält. Firmen, Fluglinien, sogar Kreuzfahrtschiffe sind in der Diskussion. Nehmt unser Geld bitte. Macht weiter mit dem Scheiß, lass uns aussterben. Ein paar Großunternehmen haben profitiert, die Obdachlosigkeit steigt, die von der Bevölkerung geretteten Firmen entlassen Teile der Bevölkerung, die dann wieder von der Bevölkerung Geld zum Überleben erhalten. Macht Sinn, oder? Das war es jetzt also mit dem Neustart. 130 Milliarden Euro. Wir bekommen jetzt das größte Konjunkturpaket der Geschichte der Bundesrepublik und im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt wohl das größte bisher weltweit. Ich denke, es ist ein Konjunkturpaket mit ökologischen und sozialen Elementen. Es gab einiges an Kritik, aber so richtig harte Kritik gab es selten. Keine Frage, es gab da einiges Positives, aber es ist kein Transformationspaket. Wir bringen die Wirtschaft wieder in Schwung, aber der Wahnsinn geht weiter.
Vielleicht war etwas anderes in dieser Koalition, in dieser politischen Konstellation und historischen Situation auch nicht möglich. Ich möchte ganz bewusst nicht, dass wir uns heute Abend zu sehr an den Plänen der Bundesregierung abarbeiten, sondern ich möchte, dass wir den Blick nach vorne wenden. Daher meine Frage an unsere Gäste heute Abend. Wie könnte denn ein Transformationspaket aussehen, eines, das unsere Wirtschaft mit den Anforderungen des 21. Jahrhunderts in Einklang bringt? Diese Frage stelle ich zuerst Tom Krebs und danach Maya Göpel. Erstmal Tom, over to you. Okay, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Möglichkeit, hier ein Gespräch zu entwickeln über diese wichtigen Themen. Vorab, wenn wir uns fragen, wie sollte ein Transformationspaket denn aussehen, müssen wir uns, und das klang eben schon an, auch zuerst einigen, welche Art der Transformation wir denn anstreben. Sicherlich benötigen wir eine ökologische Transformation, also wir müssen nachhaltiger wirtschaften, um die Klimaziele zu erreichen. Aber was für mich auch ganz wichtig ist, und das wurde auch schon angesprochen, ich glaube auch, dass wir eine soziale Transformation brauchen. Deutschland und Europa müssen gerechter werden. Und das traf zu schon vor der Krise, meiner Meinung nach. Also es ist nicht etwas, das jetzt durch die Krise verursacht wurde. Die Krise hat das gewisse Dinge im sozialen Bereich vielleicht verstärkt, aber es traf schon vor der Krise zu. Aber ich glaube, die Krise könnte eine Chance sein, eine Chance, diese Transformation, diese doppelte Transformation durchzuführen. Wenn man sich dann aus diesem Blickwinkel überlegt, wie könnte ein Transformationspaket aussehen, und dieser Blickwinkel ist ganz wichtig, diese zwei Prämissen sind wichtig, auch um meine Antworten zu verstehen, dann würde ich sagen, was wir brauchen in einem Transformationspaket sind eigentlich drei Säulen. Erstens benötigen wir eine massive Ausweitung der öffentlichen Investitionen im Bereich Verkehr, im Bereich der Energie und im Bereich des Wohnungsbaus. Wir brauchen eine Stärkung der Förderung der privaten Investitionen, der klimafreundlichen privaten Investitionen, auch wieder in diesen Bereichen. Das wäre die zweite Säule für mich. Und die dritte Säule würde eine Ausweitung der öffentlichen Investitionen im Bildungsbereich, insbesondere im frühkindlichen Bildungsbereich und auch im Bereich Weiterbildung sein. Und zusätzlich noch jetzt auch wichtig und immer wichtig gewesen, auch schon vor der Krise, aber jetzt noch wichtiger im Gesundheitsbereich. Das wären so, also in die Menschen investieren, das wäre die dritte Säule. Und auch das, da hat Deutschland und Europa haben da gewisse Defizite, und das war auch schon wahr vor der Krise. Ich glaube aber, die Krise ist eine Möglichkeit dieser Transformation oder diesen Transformationsanstrengungen, die ja schon eigentlich vor der Krise in die Wege geleitet worden sind mit dem Klimapaket. Es war vielleicht einigen zu klein, aber es sind gewisse Maßnahmen ja schon implementiert worden. Aber die Krise ist jetzt eigentlich eine Chance, dieser ganzen Sache, dieser ganzen Transformation noch einen richtigen Anschub zu geben, wenn man denn möchte. Und ich glaube auch, es gibt ein ökonomisches Argument, warum man die Krise nutzen sollte, um diesen Anschub zu geben. Und das ist ein Argument, das beruht auf der Tatsache, dass während einer Krise es und viele Ressourcen gibt, die nicht genutzt werden. Es gibt Arbeitslose und viele Beschäftigte in Kurzarbeit. Und warum nicht die Zeit nutzen jetzt zur Umschulung, aus den Fachkräften für Verbrennungsmotoren Fachkräfte für Elektromotoren zu machen, so auf einer ganz einfachen Ebene. Die Ökonomin würde übrigens sagen, die Opportunitätskosten der Investitionen sind niedrig in einer Krise. Und deswegen macht es Sinn, ökonomisch Sinn eigentlich, jetzt zu investieren in der Krise. Gut, sind so die Grundzüge. Interessanterweise ist auch interessant, was ich nicht erwähnt habe. Ich denke, das hätte für mich zweite Priorität, aber nicht erste Priorität. Ich habe keine Änderung der Rahmenbedingungen erwähnt. Das kann wichtig sein. In der Praxis ist das immer schwierig. Also ich habe nicht Ordnungspolitik erwähnt. Und ich habe auch keinen CO2-Preis erwähnt. Darüber können wir vielleicht noch reden. Ich sage nicht, dass es unbedingt unwichtig ist. Aber ich denke, wenn wir diese massiven Investitionen tätigen und ausweiten, dann brauchen wir uns vielleicht über die Änderungen in den Rahmenbedingungen gar nicht mehr so viele Gedanken zu machen. Das sollten wir zuerst einmal schaffen, und dann können wir noch sehen, wo wir die Gesetze ändern müssen, wo wir vielleicht mit Verboten arbeiten müssen. Also ich habe noch gar nicht von Verboten geredet. Meine Idee wäre, dass wir vielleicht fast ohne zusätzliche Verbote auskommen, wenn wir wirklich diesen Push in den Investitionen schaffen. Gut, ganz kurz zum Konjunkturpaket. Wir hatten uns geeinigt, dass wir nicht so lange über dieses Konjunkturpaket, über die
Vergangenheit reden möchten, aber es ist ja ganz interessant, weil es ein konkreter Fall ist. Aus dieser Perspektive, die ich gerade beschrieben habe, wie schneidet das Konjunkturpaket nun ab? Ja, es ist so ein einerseits, andererseits, Licht und Schatten. Auf der positiven Lichtseite muss man eigentlich anerkennen, dass es sehr viele Einzelmaßnahmen gibt im Konjunkturpaket, die investiven Charakter haben. Also insgesamt, das wissen vielleicht nicht so viele, besteht das Konjunkturpaket aus 57 Einzelmaßnahmen. Jemand hat da mal nachgezählt. Und über 30 dieser 57 Einzelmaßnahmen, also über die Hälfte, sind Investitionsmaßnahmen in dem Sinne, wie ich sie beschrieben habe. Also wenn man einfach nur sich die Maßnahmen anschaut, und da gibt es ganz viele vernünftige, ich will sie jetzt nicht alle durchgehen, aber ich kann nur sagen, dass ich vor dem Konjunkturpaket, also vor dem Juni zusammen mit Kolleginnen und Kollegen im Mai einen Vorschlag gemacht habe, wie denn ein Transformationspaket aussehen sollte. Und viele der Maßnahmen, die wir vorgeschlagen haben, finden sich dann auch im Paket wieder. Also das ist auf der Plusseite, das muss man auch anerkennen. Auf der Schattenseite würde ich sagen, wenn man sich das Volumen der zusätzlichen Finanzmittel anschaut, die für Investitionen bereitgestellt werden, dann ist das relativ klein im Vergleich zu den Konsummaßnahmen. Also wir als Ökonomen unterscheiden immer zwischen konsumtiven Maßnahmen und investiven Maßnahmen. Die Unterscheidung ist nicht immer so ganz einfach. Darüber können wir vielleicht auch noch diskutieren. Aber wenn man diese ganz einfache Aufteilung in konsumtive Maßnahmen und investive Maßnahmen vornimmt, dann ist das Gesamtvolumen des Konjunkturpakets 130 Milliarden. Davon sind 80 Milliarden für konsumtive Maßnahmen bereitgestellt worden und nur 15 Milliarden für investive Maßnahmen. Also in diesem Sinne ist es ein klassisches Konjunkturpaket, das sehr stark den Konsum im Fokus hat und die Ankurbelung des Konsums und weniger ein Transformationsziel verfolgt. Also das wäre dann auf der negativen Seite. Also ein Plus, ein Minus. Aber wir wollen ja auch in die Zukunft schauen. Und jetzt habe ich schon zu lange geredet. Aber in der Zukunft, ich bin mir sicher, im Herbst werden wir über ein zusätzliches Konjunkturpaket vielleicht erstmal reden. Und dann können wir ja vielleicht dann im Herbst noch ein bisschen mehr auf der Investitionsseite tun und etwas weniger auf der konsumtiven Seite. Dankeschön. Maja. Dein Vorschlag oder deine Ideen für ein Transformationspaket? Erstmal herzlichen guten Abend und danke fürs Zuhören. Ich habe mich sehr auf diese Diskussion gefreut und möchte einfach auf ein paar Punkte aufnehmen. Insgesamt hätte ich mir natürlich gewünscht, dass der Song ein bisschen anderer gewesen wäre. Ich habe auch jetzt gerade überlegt, kriege ich spontan irgendeinen in den Kopf, weil so viele Wirtschaftssongs kenne ich gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Die ich kenne, gehen um Liebe, um das Schöne im Leben und um Glück und solche Dinge. Aber wenn man sich das so ein bisschen weiter dreht, wäre das ja vielleicht auch, wenn man sagt, was könnte denn eigentlich eine Vision sein? Also auch etwas, was aus einer Krise eine Aufbruchsstimmung macht und etwas, was zeigt, dass das jetzt nach vorne gehen soll. Ja, imagine, ja. So, genau, also danke, jetzt haben wir das Lied. Aber das ist natürlich wieder Englisch, das müssen wir suchen. Egal, aber es geht ja wirklich darum, ganz klar zu machen, also Tom hatte das ja auch schon erwähnt, wir waren vorher im Januar in einer Weltrisikogesellschaft angekommen. Also das hat ja auch das World Economic Forum ganz klar formuliert in seinem globalen Risikenreport. Und da waren natürlich genau die Umweltrisiken auch ganz oben. Ungleichheit und Sicherheit auch eins und Massenvernichtungswaffen. Das heißt, wenn wir uns überlegen, was könnte denn jetzt eigentlich der Flip nach vorne sein, geht es ja eher darum, auch mal zu überlegen, was soll durch die Transformation erreicht werden, was nicht so dieses Gefühl von Transformation eigentlich in den Vordergrund stellt, weil wir wurden ja die ganze Zeit transformiert, deshalb sind wir in dieser Risikogesellschaft gelandet, sondern auch so ein Stück weit wieder ein Sichern. Also wenn ich mir überlege, was wollen wir sichern? Lebensqualität, Wertschöpfung, die wirklich langfristig auch abbildet, was uns lieb ist. Wenn wir einfach die Menschen befragen, sind ja die Themen in Corona deutlich geworden. Gute Gesundheit, gute soziale Beziehungen, Bildung, Zugang zu sozialen Netzwerken oder eben zu Einkommen. Das ist natürlich sehr klar geworden bei denjenigen, wo das prekär geworden ist. Aber gar nicht unbedingt die höchsten Einkommen, sondern eher das Gefühl haben, es ist ein sicheres Einkommen. Und Lebensqualität im Zeitwohlstand. Also das war jetzt ja schon bei vielen die Beobachtung, dass durch das weniger Reisen, das weniger frenetisch Rumdüsen auch so ein Gefühl von Entschleunigung reingekommen ist, mal wieder mehr draußen sein reingekommen ist, sind wir alle Jogger und Spaziergängerinnen geworden. Also diese Idee von, worum geht es eigentlich, ein Stück weit nach vorne auch zu stellen. Ne? Und der nächste Begriff, der ja wahnsinnig wichtig war, zumindest zu Beginn und der jetzt so ein bisschen weggerutscht ist, war die Resilienzfrage.
Und auch da haben wir natürlich erstmal um Resilienz der Wertschöpfungsketten gesprochen, als es da um die Nahrungsversorgung, aber auch um die Gesundheitsversorgung ging, im Sinne von Masken oder Impfstoffen oder eben Medikamenten. Aber es geht natürlich auch ein Stück weit darum, das wieder ökologisch zu denken. Also ich habe ja hier auch einen starken ökologischen Hut auf und sich dann darüber Gedanken zu machen, was heißt denn das eigentlich auch Resilienz, wenn wir jetzt investieren wollen. Wir haben die UN-Dekade für die Restauration und Regeneration der Ökosysteme. Und das heißt, zusätzlich zu den Infrastrukturen und eher dem technischen Teil, den wir jetzt sehr stark auch in diesem Programm ja sehen, wäre natürlich ein Sektor wie die Landwirtschaft ganz, ganz wichtig gewesen. Und auch die Aufmerksamkeit dafür, was dort passiert, war ja sehr gehoben. Und da hoffe ich zum Beispiel, dass wir jetzt im Kontext des Green Deal und der Farm-to-Fork-Strategie oder anderen Ideen von Zirkularität und einer möglichen Reform endlich mal von wirklich der Landwirtschaftspolitik der Europäischen Union, da gibt es ja erste Bewegungen, eben auch tatsächlich da noch wieder neue Gelder freizumachen, um den grünen Anteil zu stärken. Das wäre für mich so ein zweiter wirklich integraler Bestandteil gewesen. Jetzt haben wir, glaube ich, so 300 Millionen für Stallumbauprämien bisher nur drin. Und insgesamt die Zirkularität zum Beispiel ja auch. Also wenn wir überlegen, was sind die beiden großen Visionen, die jetzt in so einem Green Deal drin sind, dann ist es die Dekarbonisierung und die Kreislaufwirtschaft und ja aus einem guten Grund. Also wenn wir uns angucken, wie stark wir von Ressourcenimporten abhängig sind, gerade ja auch Deutschland, verstehen uns mal als Exportweltmeister. Und gleichzeitig, wenn wir hinschauen, wo die Biokapazität herkommt, die wir für uns in Anspruch nehmen, um diese tolle wirtschaftlichen Erfolge zu zeichnen, ist das ja ein großer Zugriff auf andere Teile der Welt. Und da haben wir ja auch erst Ende letzten Jahres ja gesehen, wie wir dann eben auch daran beteiligt sind, dass so jemand wie Bolsonaro einen Anreiz verspürt, Regenwald eben im großen Stil niederzubrennen, weil natürlich die Exporte, die dann möglich werden, bei uns anlanden und im Zweifel in unseren Rindern dann existieren, damit wir dann wieder das Rindfleisch exportieren können. Das heißt, für mich ist dieser ganze grüne Sektor und diese Bioökonomie, aber eben auch die Form, wie wir tatsächlich Wertschöpfung wieder anders sehen können, wenn man sich anguckt, Landwirtschaft im BIP irgendwie 0,56% oder sowas Verrücktes. Dabei ist das natürlich etwas, worauf wir gar nicht verzichten können. Und das hätte ich mir stärker gewünscht, also dass man so ein bisschen überlegt, was ist das eigentlich, wo wir hinwollen? Also dass es ein positiver Impuls ist. Und wir haben ja auch sowas wie eine Nachhaltigkeitsstrategie, die angeblicher übergeordnetes Politikziel ist. Und die Vereinten Nationen haben 2015 die Nachhaltigkeitsziele, die globalen, verabschiedet. Die gelten auch für Deutschland. Und da ist der Impuls ja auch drin verankert gewesen. Deshalb gab es ja auch sowas wie ein Klimapaket und sowas davor, dass wir unsere Ökonomie eben ganz klar transformieren müssen, damit wir überhaupt diesen internationalen Zielen gerecht werden können. Und die sehr positiv sind. Also wenn man sich anschaut, was da drin steht, geht es genau um die Dinge, wie wir jetzt gespürt haben, dass sie so wichtig sind. Also auch wieder Gesundheit und Bildung und Gerechtigkeit, aber eben auch nachhaltige Infrastrukturen, aber auch dieser Schutz der Ökosysteme. Und das fehlt mir einfach komplett. Und da hoffe ich durch die EU-Ratspräsidentschaft und die Green Deal-Diskussion, dass wir da näher ranrobben und das eben so ein Stück weit nachsteuern. Und dann natürlich auch überlegen, als einen der allergrößten Hebel, da müssen wir noch gar nicht in die Ordnungspolitik einsteigen oder in irgendwelche Verbote, wäre natürlich dann auch wirklich zu sagen, der CO2-Preis, Tom, du hast ihn kurz erwähnt, ist jetzt auch ein guter Moment gewesen, weil die Ölpreiskrise uns ja gleichzeitig, oder Krise, also jedenfalls der Ölpreis ist ja runtergepurzelt, zufällig, parallel durch andere politische Dynamiken, aber das wäre natürlich auch so ein Einstiegsmoment, wo man ohne Preisschock jetzt sagen kann, die CO2-Abgabe darauf wird massiv erhöht, ohne dass das sich notwendigerweise jetzt direkt bei dem, was unsere Endkonsumer bezahlen müssen, niederschlägt. Also da wäre ich eben auch dafür gewesen, so einen Opportunitätsmoment wahrzunehmen und natürlich wirklich bei all den Dingen, die wir machen, diese Richtungsorientierung reinzubringen. Also Steuerrücklagen nicht allgemein, sondern die Idee einer Naturkapitalrücklage wurde ja im BMF wenigstens kurz auch diskutiert, dass die Unternehmen besonders begünstigt werden, dann die eben jetzt genau diese Investitionen in Bildung, in einen Umbau der Wertschöpfungskette, in die Internalisierung der ökologischen Kosten vorantreiben. Also aus der Forschung wissen wir, dass Unternehmen vorher viel gesagt haben, uns fehlt Zeit, Geld und das Know-how. Aber all das wäre jetzt, wenn der Absatz gerade ein bisschen brach liegt, natürlich eine sehr sinnvolle Tätigkeit und eine Co-Investitionsmöglichkeit mit dem geduldigen öffentlichen Kapital. Eine Mehrwertsteuer jetzt kurz einfach mal runterzufahren und dann nach einem halben Jahr wieder hoch. Ich glaube nicht, dass da jemand mehr Verbrauchsgüter kauft. Für mich ist das so eine indirekte zusätzliche Subvention für Verbrennerautos. Weil das Einzige, wo es sich lohnt, sind größere Anschaffungsgüter, ne? Wo so eine 7%ige Reduktion sich wirklich markant niederschlägt.
und dann eben noch kurzfristig gehalten. Da könnte man natürlich auch überlegen, wie kann ich langfristig eine Mehrwertsteuer so verändern, dass dann meinetwegen reparierte oder recycelte Güter, also dass man wirklich auch da sagt, diejenigen, die sich auf den Weg machen, eine nachhaltige Wertschöpfung zu produzieren, werden dann begünstigt. Dekarbonisierungsfahrpläne bei all den Unternehmen, die rausgeboxt werden, natürlich zu sagen, ja, wir geben euch gar nicht notwendigerweise das vor oder der Staat als Anteilseigner muss das auch nicht kontrollieren. Was wir aber von eurer Seite wissen wollen, ist, wenn wir ein Dekarbonisierungsziel haben auf der nationalen Ebene, dann müssen natürlich gerade die ganz großen Konzerne da mitziehen. Also ohne die können wir nicht und dann die Dekarbonisierungsstrategie auch verbindlich machen. Oder auch Technologie for Future, das wäre so mein letzter Punkt. Wenn wir da jetzt Quantencomputing und künstliche Intelligenz jetzt massiv fördern wollen, dann geht es natürlich auch darum zu fragen, wofür. Ja, also da können wir mit der Gießkanne reingehen natürlich, aber wir können auch sagen, das ist jetzt ein riesiger Moment und das fand ich sehr spannend, weil ich jetzt 2 Jahre ja auch an Digitalisierung und Nachhaltigkeit gearbeitet habe. Was für eine Begeisterung das zum Teil in den Menschen, die im Technologiesektor arbeiten, ja auch hervorruft. Und MacArthur erklärt das ja auch, wenn sie mit Designern spricht, die jetzt die Circular Economy sehr stark nach vorne stellen, dass das auch so ein sinnhaftes Moment mit sich bringen kann. So dieses, hey, wir helfen wirklich einfach Lösungen zu finden für diese pressenden Probleme, die ja alle kennen. Und diese Aufbruchsstimmung, so dieses nicht nur irgendwas wieder stabilisieren, weil das alles negativ ist, sondern wir machen jetzt was draus. Diesen Impuls, den würde ich unheimlich gerne stärken, damit wir den Herbst nochmal hochfahren. Mir sind so ein paar Stichworte aufgefallen, wo ich so dachte, da wäre vielleicht spannend, auch nochmal anzusetzen zwischen der Politökonomin und Transformationsforscherin und dem Volkswirt. Maja, du hast ja erwähnt, Stichwort Zeitwohlstand als einen wichtigen Aspekt von dem, wo wir eigentlich hinwollen, ne, als Zielperspektive. Man könnte das auch übersetzen in die alte Forderung, teilweise der Arbeiterbewegung oder so, einer Arbeitszeitverkürzung. Und mich würde schon ein bisschen interessieren, ist da ein Widerspruch zwischen dem, jetzt mal makroökonomisch gedacht, was man ja makroökonomisch will, die Konjunktur wieder ankurbeln, dadurch sozusagen einfach Wachstum und Beschäftigung voranzubringen, und andererseits der Idee einer Arbeitszeitverkürzung, die ja sozusagen die Arbeitslosigkeit, die sich abzeichnet, die ja versteckt in der Kurzarbeit jetzt drin ist, die man sozusagen auffangen könnte durch einfach eine Verkürzung des Arbeitsangebots. Ist da ein Widerspruch zwischen wirtschaftlicher Belebung und Arbeitszeitverkürzung oder ist das etwas, was durchaus zusammengehen kann? Ja. Ist das besser jetzt? Obwohl, es kommt ein bisschen darauf an, wie man die Arbeitszeitverkürzung dann umsetzen möchte oder erreichen möchte. Ich meine, wir haben eine Arbeitszeitverkürzung, weil die Kurzarbeit sehr stark hochgegangen ist und in den nächsten Monaten voraussichtlich dann noch langsam die Arbeitslosigkeit oder die Arbeitslosigkeit ist schon gestiegen, aber die wird weiter steigen. Ich denke, diese Arbeitszeitverkürzung durch die Kurzarbeit, die sollte man nutzen, eher um die Fachkräfte zum Beispiel in der Automobilbranche umzuschulen. Ich meine, das ist jetzt der. Und dazu braucht es auch den Staat. Die müssen noch mehr gefördert werden. Das wird übrigens gefördert. Also es gibt ja eigentlich schon die Kombination von Kurzarbeitergeld und Weiterbildung. Das war dieses Arbeit-von-morgen-Gesetz. Es gibt überall Gesetze, die schon. Aber da gibt es noch mindestens 3-4 Parameter, an denen könnte man drehen. Das heißt, das könnte man noch attraktiver jetzt machen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen in Arbeit. Also zurzeit ist das alles noch zu klein. Ich denke auch übrigens, das ist ein Kommunikationsproblem, was ja auch schon gesagt wurde, so ein bisschen. Wir wünschen uns jetzt alle eigentlich, dass die Bundesregierung vielleicht mal den großen Push nach vorne oder in die richtige Richtung jetzt vielleicht kommuniziert und dann auch dementsprechend handelt. Weil was wir bekommen zurzeit ist eben eine Diskussion über den Wumms, aber das ist eine Diskussion der Mehrwertsteuer und wie viel Wumms die jetzt hat, kurzfristig die Konjunktur zu beleben. Da kann man übrigens dann auch noch diskutieren, wie groß der Effekt ist, etc. Aber unabhängig davon, wie stark der kurzfristige Effekt der zeitlich begrenzten Senkung der Mehrwertsteuer ist, es wird ja nicht langfristig irgendwas bringen. Und das wissen wir, und auch nicht mittelfristig. Also das ist eigentlich die Diskussion zurzeit, die wir haben, oder die einige von uns haben, die legt den verkehrten Schwerpunkt. Nochmal zurück zu der Weiter, jetzt komme ich wieder zurück zum
Arbeit von morgen Gesetz, heißt das gute Arbeit Gesetz? Ach nee, das war das, also Arbeit von morgen Gesetz, es gibt eine gute Kita. Dieses Gesetz gibt es, das soll jetzt auch ausgeweitet werden, da wird irgendwann was vom Arbeitsministerium kommen. Und ich hoffe, wir diskutieren das viel mehr und werden da ganz viel Geld, also meine Vorstellung wäre eigentlich, dass der Staat ganz viel Geld in die Hand nehmen sollte und nicht nur die halbe Milliarde, die zurzeit vorgesehen ist, sondern vielleicht sogar noch viel mehr und zum Beispiel, als Beispiel, jetzt konkretes Beispiel, in der Automobilbranche, die Problemfälle sind die Zulieferer, das ist nicht Daimler-Benz oder BMW, die Insolvenz vielleicht in einem Jahr anmelden müssen. Die werden überleben, das wissen wir. Ja, die müssen vielleicht die Dividenden kürzen nächstes Jahr. Damit kann man. Aber es gibt dort einige Zulieferer, und ich rede nicht von Bosch, sondern noch viel kleinere, die eigentlich nur ein Geschäftsmodell haben. Die können nur ein kleines Teil produzieren für einen Verbrennungsmotor. Und dem muss man jetzt sagen, wir machen alles für euch. Ihr bekommt umsonst die Ausbildung der Fachkräfte in etwas anderes. Wir subventionieren sehr stark Investitionen in neue Maschinen. Aber ihr müsst euch was ausdenken, was ihr zur Elektromobilität beisteuern könnt. Einige haben einfach nicht die Fantasie, das ist so. Das ist schwierig. Ich denke dann immer, wir müssen allen Menschen helfen, allen Beschäftigten mit. Wir werden wahrscheinlich jedes Unternehmen retten können. Damit müssen wir dann auch, das ist wenigstens nicht, wenn wir eine grüne Transformation hinkriegen wollen. Sonst, das war ja auch genau die Diskussion mit der Kaufprämie für Verbrennungsmotoren, die jetzt so, wie sie vorgeschlagen wurde vom VDA und vom Bundeswirtschaftsministerium, die so nicht gekommen ist, zum Glück. Das war ja genau das Argument. Uns gehen in 6 Monaten die ganzen Zulieferer insolvent und dann werden all diese Beschäftigten arbeitslos. Das ist ein Argument, das muss man ernst nehmen, aber da muss man konstruktiv in eine andere Richtung halt die öffentlichen Gelder vergeben. Das ist so ein bisschen das wäre also meine Antwort, wie ich versuche kreativ die Arbeitszeitverkürzung, die ja de facto da ist, auszunutzen, um dann für die Zukunft wieder auf die normale Arbeitszeit zu kommen. Jetzt, ich halte das nicht für ein gutes Instrument, jetzt kurzfristig in der Krise gesetzlich Arbeitszeitverkürzung vorzuschreiben. Wenigstens könnte das gefährlich sein. Da gibt es verschiedene Effekte. Ich habe übrigens auch nichts. Eine andere Diskussion ist übrigens, aber dafür ist die Krise nicht unbedingt geeignet, ob wir nicht allgemein, wir hatten immer Arbeitszeitverkürzungen in den letzten 100 Jahren. Also die Diskussion sollten wir weiterhin führen. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt eine gesetzlich verordnete Arbeitszeitverkürzung unser Problem da löst, dass der Zulieferer kein Geschäftsmodell hat. Das würde ich dann eben lieber mit anderen wirtschaftspolitischen Maßnahmen lösen. Ich würde da gerne anknüpfen, und zwar mit 2 Punkten. Also das eine ist natürlich, dass es hochinteressant ist und ganz wichtig, glaube ich, dass wir alle beobachtet haben, wie politisch alles Ökonomische ist. Also wie viele Selbstständige, Solo-Selbstständige oder Künstler und Kulturschaffende und Kreative sind jetzt gerade darauf angewiesen, dass Stiftungen im größeren Maßstab Geld in die Hand nehmen und sagen, das ist etwas, was eine ganz integrale Wertschöpfung in unserem Land darstellt, nämlich Kultur und Kunst, und etwas, was ganz viel auch einen Bildungsanteil hat, der vielleicht nicht ein Training ist, wie kann ich Schrauben montieren, sondern was ganz anderes in uns freiruft, inklusive vielleicht Imaginationsfähigkeiten oder auch einen Lebenslust und Lebenswillen. Und da wurde ganz schnell gesagt, ja, aber wieso, wir haben doch ein ALG 1. Ne? Und in anderen Bereichen, wo wir einfach sehr viel organisierte politische Vertretung haben, ist es unmöglich, dass irgendjemand seinen Job verliert. Ich möchte das überhaupt nicht werten. Ich finde es nur wichtig, das zu beobachten, dass wir implizit eine Bevorzugung haben in Deutschland für die Industriearbeitsplätze und dass wir uns darüber verständigen sollten, was ist für uns denn eigentlich wirklich Wertschöpfung und was ist der integrale Bestandteil, den Menschen dann eben auch liefern. Das Gleiche hatten wir am Anfang sehr stark im Pflegebereich, als es darum ging, es muss jetzt ein Mindestlohn und Flächentarifverträge, es kann ja nicht sein, dass 17% Rendite eingefahren werden von den privaten Klinikbesitzern und gleichzeitig aber dann die Menschen eben auch vorher ja schon. Also es ist ja nicht so, dass die Pflegekräfte und Ärzte und Ärztinnen, ich habe sehr viele davon in der Familie, nicht Alarm geschlagen hätten, was da passiert. Eben wenn wir einen Gesundheitssektor, der ja auch eigentlich den Auftrag hat, Menschen gesund zu halten, eigentlich nur noch als eine Krankheitswirtschaft betreiben. Und auch dieses, dass wir auf einmal über eine Gesundheitswirtschaft sprechen, das ist ja so ein Einschleichen von einem bestimmten Vokabular, wie ich auf einen Sektor schaue.
Und die Kreativwirtschaft ist eben das andere Beispiel. Und in dem Moment fange ich natürlich an, mit einer bestimmten Linse auf das, was dort erstellt wird, drauf zu schauen. Und dann fange ich an zu bilanzieren. Und ich glaube, dass eine der ganz spannenden Sachen wäre, die fände ich super interessant weiterzudenken, was ist denn der Produktivitätsbegriff, mit dem wir jetzt in Zukunft weiter agieren wollen? Und in dem Moment kommen ja auch Identitäten zustande. Also wenn ich den Eindruck habe, ich trage etwas Gutes dazu bei, was in dieser Gesellschaft nachgefragt wird und wertgeschätzt wird, dann habe ich ja auch ein ganz anderes Selbstverständnis dafür, was ich dafür erfragen könnte an Lohn und was dann auch meine Kaufkraft mit sich bringt. Und dann könnten wir auch eine Arbeitszeitverkürzung eher durchsetzen. Also bei vielen ist es ja momentan kaum möglich, die Arbeitszeit zu reduzieren, wenn die Arbeitsstunde zu wenig kostet. So, also da müssen wir so eine Living-Wage-Debatte, und da sind wir in Deutschland ja gar nicht so weit oben drin, sondern eher relativ unten. Und die Mindestlohngeschichte hat sich ja relativ spät im Vergleich zu anderen OECD-Ländern überhaupt erstmal losgeschraubt. Und das waren ja wichtige Stimmen, auch vor Corona, die eher von so 12, 13 Euro Mindestlohn gesprochen haben, damit Menschen dann auch überhaupt die Chance haben, eine Rente bekommen zu können später von den Ansparungen darauf. Aber eben auch heute tatsächlich dann eine Kaufkraft zu haben, mit denen ich auch nachhaltigere Produkte erwerben kann. Und diese Positivspirale fände ich total interessant und suche, ich habe jetzt kein ökonomisches Institut im Rücken, aber wie wir solche Sachen besser auch modellieren können, ne? Wie eine Aufwärtsspirale passieren könnte, wenn wir höhere Vergütung hätten, bessere Qualität von den Produkten, weil wir die Preise internalisiert hätten, die müssten ja automatisch teurer werden. Da müsste so eine Lohnerhöhung ja auch nicht unbedingt zu einer Konsumerhöhung im Sinne von mehr Ressourcen in Anspruch nehmen, sondern ich kann qualitativ bessere Produkte mir leisten. Und diese, wie springe ich auf eine qualitativ bessere Balance, sowohl für Menschen wie auch für die Produkte, die hergestellt werden können. Solche Ideen, also das ist jetzt erstmal so ganz skizziert formuliert, aber das überhaupt mal durchzurechnen und das in so Pfade und mögliche Szenarien und sowas zu übersetzen, anstatt dass immer jedes Szenario irgendwie hinten BIP-Wachstum raushaben muss. Dabei sollten wir doch endlich mal messen, Ressourcen, Input zu jetzt meinetwegen auch Jobs und Einkommenssicherheit, aber auch gute Lebensqualität als ein Output-Variable. Und ob dann das BIP wächst oder schrumpft, kann man so ein bisschen agnostischer betrachten. Wichtig ist ja eigentlich, dass das BIP ein Indikator dafür ist, dass das Vertrauen ausreichend gewesen ist. Vertrauen von Menschen, Investitionen zu tätigen, Vertrauen, sich kreativ zu betätigen. Und diese Form von Kalibrieren drückt sich dann eben in einem BIP aus. Aber wir können auch das BIP einfach fröhlich ändern und dann sagt es was ganz anderes. Haben wir ja historisch auch schon zigmal gemacht. Deshalb diese wirkliche Fokussierung auf das BIP macht mich ganz traurig weiterhin, weil ich den Eindruck habe, wir vermissen damit komplett die Möglichkeit, genauer hinzuschauen. Und wir haben jetzt mit Big Data und Digitalisierung und ganz vielen neuen Messgrößen für Wohlergehen ja ein ganz anderes Spektrum, als wir jetzt irgendwie in den 60ern hatten, als wir angefangen haben, diesen Indikator komplett ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit zu setzen. Darf ich dazu was sagen? Ja, gerne. Super. Alles sehr gute Punkte, all das machen wir. Hervorragend, da möchte ich die Publikation. Also, und ich fange jetzt mal an. Ja. Also nicht nur wir, auch in den Wirtschaftswissenschaften. Das wird nur leider teilweise nicht diskutiert. Also dass es natürlich ganz viele Dimensionen der Lebensqualität gibt und dass eigentlich das auch für Ökonomen und Ökonominnen das Ziel ist, die Lebensqualität der Menschen oder das Wohlergehen zu verbessern. Das ist sowieso so, das ist unsere Standardtheorie. Und zum Beispiel gibt es eine ganz große Literatur, da habe ich seit 20 Jahren wahrscheinlich drüber geschrieben und viele andere, die sagt natürlich, dass im Durchschnitt die Menschen keine Unsicherheit mögen und ein Anstieg der Unsicherheit, zum Beispiel durch die Hartz-Reform, das Wohlergehen der Menschen verschlechtert. Ja. Das heißt, dass sie sich dann nicht mehr so gut fühlen, wenn sie nicht wissen, ob sie ihren Arbeitsplatz noch in 2 Jahren haben. Das kann man sogar versuchen zu quantifizieren, also indem wir das kalibrieren mit psychologischen Studien, die es gibt, und mikroökonomischen Studien und dann versuchen, das zu übersetzen. Ist das äquivalent zu wie viel BIP? Solche Berechnungen machen wir sogar. Die sind größenordnungsmäßig aussagekräftig, die muss man jetzt nicht nach der Kommastelle. Also das ist zum Beispiel also diese Defizite der einfachen BIP-Berechnung sind bekannt. Es stimmt, dass wir immer noch nicht genügend in öffentlichen Diskussionen in diesem Punkt, das ist genügend hervorheben, aber das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Das andere, das hier beschrieben wurde, bei dem Mindestlohn zum Beispiel, für den ich auch schon seit 2 Jahren plädiere, dass wir den sukzessive auf 12 Euro einfach anheben.
jetzt vielleicht nicht gerade in der Krise, diesen Effekt, der gerade beschrieben wurde, den nennt man Produktivitätspeitsche. Mhm. Also den haben wir auch mal ausgerechnet. Natürlich gibt es da verschiedene Annahmen, verschiedene Berechnungen. Also diese Idee, dass wenn wir die Leute besser bezahlen, dass die Unternehmen dann diese ganzen Tätigkeiten, ja, die ganz schlecht bezahlt sind, die man eigentlich auch anders machen könnte, dann nicht mehr nutzt und die Leute eigentlich hauptsächlich in qualifiziertere Tätigkeiten oder besser bezahlte Tätigkeiten also beschäftigt. Diesen Effekt, den hat man sogar festgestellt bei Mindestlohneinführungen. Ja, also wir haben nicht nur den Effekt des Mindestlohnes auf die Beschäftigung, sondern auch auf die Produktivität gemessen in vielen Mindestlohnen. Also wir, ganz viele verschiedene Ökonomen. Also auch das gibt es. Aber ich nehme die Kritik an, das sage ich auch immer, dass wir viel zu wenig über solche Sachen reden in der Öffentlichkeit als Ökonomen und Ökonomen. Und das macht mich ja auch immer so unglücklich. Die dritte Sache, das war anfangs ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe jetzt nur über die Automobilbranche gesprochen, ohne mir zu überlegen, dass vielleicht insgesamt die Automobilbranche kleiner in Bezug auf ihre Anzahl der Beschäftigten kleiner werden wird über die nächsten 10 Jahre. Das heißt, die wird teilweise schrumpfen. Das muss so sein. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir im Individualverkehr zur Elektromobilität hingehen in den nächsten 10 Jahren und wir irgendwann keine Autos mit reinen Verbrennungsmotoren produzieren wollen. Und im Individualverkehr, ich rede jetzt nur vom Individualverkehr, also auf Elektromobilität setzen müssen, das müssen wir. Das wird übrigens nicht nur wegen der Klimaziele, sondern auch rein wirtschaftliche Berechnungen, weil China auch keine Autos in 5 Jahren mehr bestellen wird, wahrscheinlich mit Verbrennungsmotor. Ich sage das jetzt mal so. Das heißt, wir werden da im Individualverkehr auf Elektroautos und andere Sachen umschwenken müssen. Und da wird die Anzahl der Beschäftigten kleiner sein, um die gleiche Anzahl der Autos zu produzieren. Da muss man halt einfach nicht so viel. Das heißt, die Gesamtanzahl der Beschäftigten, die im gesamten Automobilbereich dann kurz über 1 Million ist, die wird wahrscheinlich schrumpfen müssen über die nächsten 10 Jahre. Ich habe jetzt natürlich nur von der Person geredet, die eine Fachkraft in der Automobilbranche bleibt und dann umgeschult wird auf die neue Technologie innerhalb der Automobilbranche. Aber es wird einen zweiten Strukturwandel geben müssen, und den wird es geben. Und den müssen wir halt als Staat unterstützen. Und der wird sein, dass es weniger Beschäftigte in der Automobilbranche geben wird. Wenigstens wäre das, wenn der Staat nicht gegensteuert in die verkehrte Richtung. Und es wird mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen geben und im Bildungswesen. Und die werden besser bezahlt, hoffentlich, wenn wir es richtig machen. Wie schaffen wir das aber dann mit den Beschäftigten? Das ist ja die Frage, welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen können wir nutzen, damit wir den Leuten diesen Übergang erleichtern? Und da muss man sich gar nicht so unbedingt vorstellen, die Person 50 plus, die jetzt eine Fachkraft ist in der Automobilbranche, dass wir diese Person in einen Pfleger oder eine Pflegerin umschulen. Das ist schwierig. Das gibt es übrigens. Aber ich glaube, zahlenmäßig wird das schwierig werden. Aber natürlich, es gibt ja ständig neue Kohorten von Schulabgängern, die auf den Arbeitsmarkt kommen. Und von denen werden halt weniger in der Automobilbranche anfangen. Das wird so sein, aber natürlich nur so sein, wenn in den anderen Sektoren die Löhne und Gehälter entsprechend sind. Nur so würden wir diesen Fachkräftemangel, den wir immer so nennen, so beheben wir ihn, ganz einfach. Und da kann der Staat natürlich mit gutem Beispiel vorangehen im Gesundheitswesen, wenigstens bei den Krankenhäusern in öffentlicher Trägerschaft, könnte der Staat natürlich direkt Einfluss nehmen auf die Gehälter der Pflegerinnen und Pfleger. Wobei man vorsichtig sein muss, die Bundesregierung kann da nicht so viel machen. Das ist natürlich wieder unser föderales System. Das sind kommunale Träger normalerweise. Aber trotzdem kann die Bundesregierung vielleicht helfen. Also da gibt es gewisse Maßnahmen. Da kommt man dann immer, das ist immer das Problem. Dann wird als erstes natürlich gesagt, ja, das ist ja gar nicht Aufgabe des Bundes. Also haltet euch da mal zurück und etc. Also es ist nicht, aber der Bund unterstützt die Kommunen ja in vielen Teilen in Investitionen. Bei den Krankenhäusern wird das etwas schwieriger. Aber wie gesagt, ich rede jetzt nur ganz abstrakt vom Staat erstmal. Also was aber wichtig ist, also war eben dieser dritte Punkt, dass dieser Strukturwandel und diese Veränderung der Größe der verschiedenen Sektoren, das wird kommen. Wir wissen das. Außer wenn der Staat ganz stark gegensteuert und der Automobilbranche jetzt mehr und mehr Subventionen gibt für
Ja, ansonsten wird es schwierig. So viele Autos, Elektroautos brauchen wir. Wir können ja nicht die Anzahl der Elektroautos verdoppeln, außer wenn, okay, könnte sein, wenn China alles aufnimmt, aber ansonsten. Ja, nicht die Ressourcen für. Ja, also ich weiß es. Also jetzt rede ich ohne irgendwelche Datenlage jetzt. Aber ansonsten, wenn wir vom Normalszenario ausgehen, wissen wir einfach, die Anzahl der Beschäftigten brauchen wir nicht mehr in der Automobilbranche, weil der Elektromotor einfach nicht so viel Arbeitszeit braucht, um zu produziert zu werden. Das wissen wir. Das ist übrigens immer, was die Gewerkschaften eben sagen, wofür sie Angst haben langfristig. Erstmal. Also nicht kurzfristig hatten sie erstmal Angst, dass in den nächsten 6 Monaten ganz viele Zulieferer Insolvenz anmelden müssen. Aber mittelfristig wissen die auch, wenigstens diejenigen, die darüber nachdenken, dass es da einen Strukturwandel geben muss. Ein bisschen wie bei der Kohle. Kohle ist kein gutes Beispiel, weil Kohle muss ja, oder ist ein bisschen ein anderes Beispiel, weil die Kohle eben ganz runtergefahren werden muss. Während ich nicht sage, dass die Automobilbranche ganz runtergefahren werden muss. Ich gehe davon aus, dass wir noch Individualverkehr haben werden, der durch Autos getätigt wird. Aber dann trotzdem in diesem Szenario muss es kleiner werden. Und diesen Strukturwandel können wir unterstützen und kann der Staat eben unterstützen, indem er, glaube ich, immer in den anderen Sektoren, die sowieso expandieren sollten und die besser qualitativ hochwertiger werden sollten und besser bezahlt werden, indem man dort die Unterstützung gibt, dann kann sich das auch von alleine regeln. Wenn es genügend Erzieherinnen und Erzieher und Pflegerinnen und Pfleger gibt, die auch diesen Beruf wählen wollen, und das hängt von Arbeitsbedingungen ab und von Gehalt, das ist ganz einfach, dann regelt sich das von Kohorte zu Kohorte einigermaßen. Würdest du mir in einem Satz noch mal kurz die Kausalitätsannahmen hinter der Produktivitätspeitsche nennen? Also geht das einfach um einen Motivationsfaktor, weil mehr Geld? Entschuldigung, und dann würde ich nämlich gerne darauf nochmal eingehen. Ja, das ist ein zweiter Effekt, das nennt sich der Effizienzlohn. Das ist ein Effekt, wäre der Motivationsfaktor, dass die Leute einfach besser motiviert sind. Mhm. Das stimmt übrigens, das hatte ich gar nicht gemeint, aber das wäre ein zweiter Effekt. Der andere Effekt ist dass die Unternehmen dann einige Tätigkeiten, zum Beispiel die Minijobs dann einfach nicht mehr anbieten und daraus aus 2 Minijobs eine Teilzeit machen, die aber etwas besser qualifiziert ist und dann diese Tätigkeiten von 2 Minijobs übernimmt. Dafür aber auch im Stundenlohn besser bezahlt ist. Denn wir wissen ja auch, dass der Stundenlohn einer Teilzeitkraft im Durchschnitt wesentlich höher ist als der Stundenlohn eines Minijob-Arbeiters oder Arbeiterin. Und der Stundenlohn für den Vollzeitarbeiter ist auch wieder höher als der Stundenlohn der Teilzeit. Das heißt, man kann schon durch diese Substitution, und das hat man übrigens gesehen, als der Mindestlohn eingeführt wurde in Deutschland, einige Minijobs sind ja verschwunden. Da wurde ja gesagt, die Beschäftigung ist zurückgegangen. Es sind aber auf der anderen Seite auch teilweise mehr Teilzeit- und Vollzeitjobs geschaffen worden. Netto ist es nicht ganz klar, was passiert ist. Aber da diese Teilzeitjobs und Vollzeitjobs eine höhere Produktivität und einen höheren Lohn, eine höhere Lohnung haben, Entlohnung haben, ist dann auch insgesamt die Produktivität gesteigert. Also es gibt 2 Effekte. Der eine sagt einfach, wenn ich die Leute besser bezahle, strengen sie sich besser an, fühlen sie sich besser, arbeiten sie besser. Das nennt sich Effizienzlohn. Der andere ist einfach Produktivitätspeitsche. Also die Idee, dass wir schlechte Jobs durch gute Jobs ersetzen, wenn die Leute. Es lohnt sich einfach dann nicht mehr, diese Jobs überhaupt für das Unternehmen dann. Darf ich das eine in 2 Punkte weiterdrehen? Mhm. Weil ich fände ja das Produktivität, also ich komme ja wieder aus der Umweltseite, ne? Und da reden wir über Ressourcenproduktivität. Und das Hochspannende wäre ja zu gucken, also wenn ich mich mit Produktivität bisher beschäftigt habe, war ja die Technologisierung eigentlich immer ein großer Treiber von Produktivitätssteigerungen auch. Und das eher ja auch öfter mal zulasten von Personen. Da haben wir ja in der Digitalisierungskontext jetzt auch wieder die Diskussion darüber mit Automatisierung versus eben Menschen drin lassen in den Jobs. Und was ja hochinteressant ist, ist einmal bei den sozialen Dienstleistungen, da ist ja irgendwann auch das Limit erreicht, wo ich noch produktiver werden kann, dann wird ja einfach die Qualität geringer. Also ich kann nicht noch schneller die Haare schneiden oder ich kann nicht noch schneller jemanden versorgen, ohne dass dann die Qualität im Grunde genommen runtergeht. Und das war zum Teil ja ein Stück weit auch das, was mit den Fallpauschalen und sowas im medizinischen Bereich passiert ist, dass dann Ärzte eben genau 10 Minuten haben, egal was für ein Fall das ist, und wir dahin kamen, dass Kinder dann eben sehr unliebsame Patientinnen sind, weil mit denen muss man ein bisschen länger reden, weil die heulen und so. Also deshalb finde ich es total wichtig, diese Produktivitätsfrage so ein bisschen größer nochmal zu denken. Wie kann die Qualität auch von sozialen Dienstleistungen wieder wachsen, indem wir sagen, es ist nicht so ein Druck darauf, was aus so einer Stunde dann hinten rauspoltern muss,
sondern es geht darum, wie können wir vielleicht durch andere Vergütung oder eine andere dann Bilanzierung auch von dem, was wertgeschöpft wurde, tatsächlich die Qualität wieder erhöhen. Und die andere Sache natürlich, wenn wir die Steuern von Arbeit auf Ressourcen legen würden, dann könnte man die Ressourcenproduktivität in vielen den industriellen Bereichen runterfahren und gleichzeitig es dann günstiger machen, mehr Arbeitskraft einzunehmen. Geht ihr in die Richtung auch weiter, wenn ihr euch mit dem Produktivitätsbegriff beschäftigt? Entschuldigung, wir sind zu speziell. Ja, aber es sind spannende Fragen. Wobei es ging wahrscheinlich eher die Ressourcenproduktivität hochfahren statt runterfahren. Aber weil du willst ja mehr. Genau. Aber mal diese eine Geschichte, das fand ich jetzt auch nochmal sehr spannend. Also diese verstärkte Beschäftigung von Menschen, sage ich jetzt mal, im Care-Sektor, im Pflegesektor und so weiter, die Arbeit lässt sich dort nicht unbegrenzt verdichten. Und nach meinem relativ begrenzten Verständnis von Volkswirtschaft ist ja die Quelle des Wachstums, jedenfalls in einem wesentlichen Teil, eigentlich die technischen Fortschritte, die Produktivitätszuwachs pro Arbeitsstunde oder was auch immer produziert. Jedenfalls ein wichtiger. Und also wenn ich sozusagen den Bereich der Industrieproduktion, wo sich gewaltige technische Fortschritte erzeugen, je ein Arbeitnehmer erzeugt jetzt 10 Autos und früher waren es 5 pro Tag oder Woche, wenn ich das ersetze durch Pflegekräfte, die eben immer noch in einer Stunde nur so und so viele Personen versorgen können, verringere ich dann einfach das Wachstum in der Gesellschaft? Und ist das eigentlich wirklich egal? Also sozusagen, oder gibt es dann Probleme, die wir sozusagen sekundär haben mit der Wachstumsabhängigkeit unserer gesamten Sozialversicherungssysteme, mit den Schuldentragfähigkeit, also mit dem ganzen Rattenschwanz, der sozusagen den Steuern, also es gibt ja einen großen Rattenschwanz, der da am Wachstum dranhängt, zumindest in dem Laienverständnis irgendwie so mitbringen, warum man sagt, das ist ein Zwang und nicht nur eine freie Wahl, dass wir uns diesem Wachstum aussetzen. Soll ich vielleicht, das waren die beiden, die waren eigentlich ähnliche Punkte. Ich glaube auch, da wird so ein Konflikt aufgebaut, der gar nicht so da sein muss, obwohl es erst zum Beispiel im Gesundheitswesen, würden wir jetzt sagen, wenn wir dort zusätzliche Pflegerinnen und Pfleger einsetzen, dann haben die etwas mehr Zeit und leisten auch bessere Arbeit. Und alle sind zufriedener, aber das sehen wir ja nicht im BIP. Mhm. Ja, also da muss man vorsichtig sein. Das sehen wir vielleicht doch schon im BIP. Also erstmal müssen wir sie besser bezahlen, dann sehen wir das per Definition im BIP. aber jetzt kann man sagen, also so einfach ist das ja jetzt nicht. Irgendwo müssen wir ja auch in der Realwirtschaft wirklich mehr kreieren. Aber es gibt unheimlich große Effizienzgewinne, die wir auch im Gesundheitswesen durch Digitalisierung noch schaffen können. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das in den nächsten 30 Jahren, aber für die nächsten 10 Jahre können wir sehr viel Wachstum einfach durch Digitalisierung. Und ich meine nicht Rationalisierung der zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern einfach die Arbeit, die sowieso jetzt zurzeit die Ärztinnen und Ärzte auch beschäftigt und die Pflegerinnen, diese Ausfülle, aber da kann man unheimlich viel noch ranziehen. Das heißt, da wird es Produktivitätsgewinne geben und dann ist ja nur die Frage, wie wir sie verteilen auf die Leute und dann sollen halt die Beschäftigten im Gesundheitssektor durch entsprechende Entlohnung davon auch profitieren. Und das sind alles wirtschaftspolitische Entscheidungen, die wir treffen, damit dann auch dementsprechend die Belohnung auch der Gesamtproduktivität im Gesundheitswesen entspricht. Denn ich nehme einmal als Beispiel den Finanzmarkt, den Finanzsektor. Im Finanzsektor gab es in den letzten 20 Jahren auch eigentlich keine Innovation, die wichtig war für die Leute. Die haben trotzdem sehr viel gut verdient. Warum? Weil die Marktstruktur entsprechend ist. Die haben Monopolprofite und Oligopolprofite entnommen. Und natürlich, es gab schon Innovationen, aber die hatten alle mit Digitalisierung zu tun. Das heißt, das waren keine richtig neuen Finanzinstrumente, die gab es auch, die waren aber eher kontraproduktiv. Ansonsten, die wirklichen Fortschritte sind durch die Digitalisierung im Finanzsektor gekommen. Und trotzdem haben wir gemessen, in den USA ist das viel, viel extremer, dieses Wachstum innerhalb der Finanzindustrie und auch, dass die Investmentbanken miteinander ganz viel handeln und sich gegenseitig Kredite geben, die messen wir als Zuwachs im BIP. Also, wenn wir das BIP erweitern können, dann, unser Ziel, also wenn wir da denken, das ist problematisch, das sehe ich nämlich nicht so. Wenn man sich erstmal überlegt, wie wir das messen,
diese Probleme. Wie gesagt, das ist jetzt nicht etwas vielleicht, was für die nächsten 50 Jahre, wer weiß schon, was in den nächsten 50 Jahren passiert. Es wird ja andere Sektoren geben, wo wir durch gewisse Produktion von Gütern, die jetzt wirklich massenweise produziert werden können, immer noch Produktivitätsgewinne bekommen können. Aber man muss vorsichtig sein mit der BIP-Messung auch. Ja? Umso weiter wir technologischen Fortschritt haben, umso weniger können wir das BIP messen, in dem Sinne, umso weniger Gewicht hat das BIP. Ne? Also die meisten Sachen sind ja Dienstleistungen, die können wir gar nicht mehr anfassen. Also insofern sehe ich das etwas unkritischer. Und mit der Rente, das ist eine andere Frage. Das ist nur eine Frage des politischen Willens. Mhm. Am Ende ist es eine Verteilungsfrage, die wir dann lösen müssen. Aber das ist ja, also, Jörg, weil du auch nochmal meintest, dass wir brauchen das Wachstum, um die Schulden abzubauen. Ne? Das ist ja auch wichtig, das mal auseinander zu tüdeln, weil ich kann ja auch durch andere Einnahmen die Schulden abbauen. Also es muss ja nicht nur auf eine Besteuerung, auf das, was tatsächlich in Marktpreise umgesetzt wurde. Und da gibt es ja, weil jetzt gerade auch der Finanzmarkt angesprochen wurde, ganz geringe Steuersätze auf eine hohe Durchsatzkraft, zum Beispiel von den Derivathandeln, wo wir ganz wahnsinnige Summen einnehmen könnten, ohne dass man bei 0,1% oder sowas wirklich sagen könnte, das ist eine fiese Steuer. Oder auch mal bei Energie oder Bits, ne, wirklich zu überlegen, wie kann man in der Digitalisierung ein bisschen auch dafür sorgen, dass wir Richtung Datensuffizienz kommen. Also tatsächlich immer wieder die Überlegung, wo findet wirklich Wertschöpfung statt und wo ist es eher eigentlich Spekulation oder Abschöpfung. Und wie können wir in der generellen Denke das Schädliche besteuern und das Produktive im Sinne von wirklich Wertschöpfende dadurch dann eben auch entlasten im Sinne von den Abgaben, dann kann ich natürlich einen Schuldenstand auch ganz anders versuchen zu reduzieren. Das wäre mir, glaube ich, auch wichtig, jetzt in der europäischen Ebene mal zu diskutieren. Jetzt, wo die Briten auch nicht mehr dabei sind, kann man so eine Financial Transaction Tax ja vielleicht auch nochmal anders angucken. Oder eben bei ganz großen Vermögen die Finanzgewinne einfach mal, ja, mit 50% anstatt mit 25. Es sind ja nur die Zinsen auf irgendetwas oder die Investitionsgewinne. Es ist ja nicht wirklich das aktuelle Kapital im Sinne von des Bestands angehen. Also ich glaube, da könnten wir auch noch mal ein bisschen kreativer werden, dass die Schulden auch durch andere Formen abgebaut werden können. Da bin ich mir nicht sicher. Da möchte ich bei Tom Krebs noch mal nachfragen. Die Ulrike Herrmann hat neulich in der Taz, ich weiß nicht genau, ob du ihn gelesen hast, aber hat so einen Beitrag geschrieben, wo sie so ungefähr gesagt hat, naja, es machen sich jetzt viele Sorgen über die zukünftigen Schulden, weil ja überall in Europa natürlich die Verschuldung mächtig nach oben geht und wie wird man die jeweils abbezahlen können? Und Ulrike Herrmann hat letztlich gesagt, man wird durch Sparen die Schulden nicht wegbekommen, weil man durch Sparen das gesamtwirtschaftliche Wachstum letztlich schrumpft und die einzige Möglichkeit, die Schulden auf Dauer zu beseitigen, wird letztlich Wachstum sein. Das war so Ihre These. Ist das, liegt sie da falsch? Oder? Aber das ist ja wieder die Frage, was messen wir als Wachstum? Naja, das ist am Ende dann schon, das, was Steuern generiert, sind ja, ist ja, ja schon monetäres Wachstum. Also sozusagen das Wachstum an Schönheit oder an Kommt drauf an, habe ich einen Preis drauf kleben. Ja, aber also wenn ich erstmal die These so hinnehme, dass wir hauptsächlich die Schuldenquote durch zusätzliches Wachstum unterbringen möchten. Also es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, aber ich denke, das ist immer ein guter Weg durch Wachstum, so wie das gemessen wird, dann muss man, wenn ich einfach einmal annehme, wir wollen dieses Ziel erreichen, dann wird da auch wieder so ein Widerspruch aufgebaut, der eigentlich notwendigerweise nicht existieren muss. Und zuerst muss man dann feststellen, dass Investitionen ja auch zum Wachstum beitragen. Also all diese Investitionen, von denen ich geredet habe, öffentliche Investitionen, private Investitionen, all das generiert erstmal Wachstum. Und sehr viel Wachstum, glaube ich, nach vielen Berechnungen, die ich durchgeführt habe, andere Leute durchgeführt haben, andere sagen weniger Wachstum, aber wenn man es richtig macht, dann glaube ich, da können wir da schon einen ganz schönen Wachstumsschub. Und zweitens ist ja auch immer die Frage, was für ein Konsum. Das heißt, auch wenn wir den Konsum erhöhen, den gemessenen Konsum, kann das sehr gut sein, dass das im Einklang steht mit unseren klimapolitischen Zielen, im Einklang steht mit meinen sozialpolitischen Zielen. Aber insbesondere den klimapolitischen Zielen. Ich glaube, das war wahrscheinlich dann die Frage, können wir die klimapolitischen Ziele erreichen? Wir brauchen doch Wachstum. Ist da nicht ein Widerspruch? Ich würde sagen, nein, da ist kein Widerspruch, wenn wir grüne Investitionen ausweiten und wenn wir diese grünen Investitionen dann benutzen,
um zukünftigen Konsum zu ermöglichen, der qualitativ hochwertiger ist, der sogar in unserer BIP-Berechnung dann als Mehrkonsum vielleicht gemessen wird, aber einfach anderer Konsum ist. Also das wieder war abstrakt am Beispiel, dem Wärmesektor. Wenn wir jetzt zum Beispiel alle älteren Wohnungen und Gebäude und Häuser energetisch sanieren, das wäre ein Rieseninvestitionsschub und das würde auch, diese zusätzlichen Investitionen würden gemessen als zusätzliche Wachstum im BIP. Das würde den Kapitalbestand, den Hausbestand, Immobilienbestand, also den Wert des Immobilienbestands erhöhen. Ja, da haben wir schon mal einen direkten. Und wir würden auch den Konsum oder die Qualität des Konsums erhöhen. Denn der größte Teil des privaten Konsums ist übrigens der Wohnkonsum, also meine Kosten. Es wird ja einfach nach Kosten aufgerechnet. Wo sind die größten Ausgaben für privaten Konsum? Das ist nicht Shopping. Shopping ist sogar der kleine. Und das ist nicht Urlaub. Der größte Teil ist die Mieten, die ich zahle. Und das wird als Wohnkonsum eigentlich gemessen. Das ist der größte Posten. Das heißt, meine Lebensqualität wird verbessert, wenn ich mal davon ausgehe, dass ich lieber mit einer modernen Heizung lebe als einer nicht so modernen. Also das wäre die Lebensqualität. Das BIP, nach BIP-Berechnungen wird der Konsum wahrscheinlich auch hochgehen, weil die Mieten steigen werden. Jetzt sieht man die soziale Seite. Deswegen brauchen wir ja den Mindestlohn dann wieder. Das heißt, wir müssen das flankieren mit anderen Maßnahmen, damit wir die Leute im mittleren und unteren Einkommensbereich nicht raustreiben aus dem Wohnungsmarkt. Also es könnte, wenn wir alles energetisch sanieren, das ist ja immer das Argument, könnte natürlich zu Mieterhöhungen führen. Und deswegen müssen wir für die soziale Komponente dann vielleicht andere Maßnahmen noch zusätzlich implementieren. Aber mein Punkt war ja, wir generieren Wachstum. Das ist grünes Wachstum. Es ist im Einklang mit den klimapolitischen Zielen, weil ich alle Gebäude energetisch saniert habe. Das ist gut. Ja? Und wir würden Wachstum messen. Und ja, unsere Schuldenquote würde runtergehen. Wir würden sagen, ja, und Steuern würden hochgehen. Alles, die Einnahmen des Staates würden hochgehen. Aber genau, und da haben wir ja, wenn wir das ernst meinen, einen Konsens. Ne? Also wenn die ökologische Seite würde ja sagen, wunderbar, wir setzen wirklich feste und verabsolute Caps bei den ganzen ökologischen Verbrauchswerten, sei es beim CO2, das wirklich das Budget. Dann muss aber ein CO2-Preis auch so hochgezogen werden, dass er die Lenkungswirkung bereitstellen kann, dass wir dieses Budget erreichen. Oder eben, ich mache ein Emissionsbudget und gebe Zertifikate raus, nur in dem Ausmaß, wie es das Budget erhält. Das Gleiche kann ich, gut, mit Biodiversität ist ein bisschen schwieriger, aber mit Ressourcen oder Ressourcenverbrauchszielen. Also dann müsste man diese ökologischen Ziele wirklich mal absoluter setzen und dann sagen, welche Investitionen brauchen wir denn tatsächlich, um die erreichen zu können? Weil bisher haben wir keine empirische Evidenz, dass das Entkoppeln von weiterem, erstmal auf Wachstum orientierten Investieren in dem aktuellen Wirtschaftssystem, wie wir es heute haben, wirklich zu einer Entkopplung vom Ressourcenverbrauch führt. Also weder haben wir das auf der globalen Ebene mit den CO2-Emissionen, das BIP und CO2-Emissionen global betrachtet sind eine, also wirklich liegen fast aufeinander die Kurven bisher. Und wir haben es eben auch nicht bei den Ressourcen. Also wenn man sich die Material Flows Indikatoren anguckt und dann die Messgrößen so anpasst, dass wir nicht nur unsere domestischen, heimischen danke, Ressourcenkonsum in quasi unseren Gütern anschauen, sondern all das, was auf dem Weg in der Lebenszyklusanalyse aufgelaufen ist, haben wir eben genau diesen Zugriff auf andere Länder getätigt. Das heißt, wir müssten ja wirklich ernsthaft dann sagen, das ist das Ziel und dann kann meinetwegen auch wahnsinnig viel BIP-Wachstum rauskommen, wenn wir zum Beispiel viel höhere Preise zahlen für Lebensmittel. Dann würde das ja auch das BIP anreizen. Das war eben so ein bisschen meine Frage, können wir eigentlich uns Next Level springen, wo wir einfach ganz viel BIP haben. Wir haben ja auch vorher schon mal gesagt, ja, Prostitution ist jetzt positiv fürs BIP und so ein bisschen der illegale Drogenhandel ist eigentlich auch gut. Dann können wir doch jetzt verschiedenste Sachen da reinrechnen, dann müssen wir uns gar nicht so stressen. Aber dann sollten wir trotzdem irgendwo darunter ja ganz reale Indikatorik verwenden, um zu sagen, ist das jetzt eine gute Entwicklung oder eine schlechte Entwicklung? Und das ist ja genau die Argumentation eigentlich immer aus dem Degrowth-Camp, zu sagen, lasst doch dieses BIP sein, sondern lasst uns gucken, was haben wir wirklich zur Verfügung im Sinne der Ressourcenbudgets, was wollen wir erreichen und welche Motivation braucht es? Das sind es ja, ne? Motivationen von Menschen, Risiken einzugehen, Motivationen von Investoren zu sagen, ich stecke da jetzt mein Geld rein, Motivationen von Menschen, sich in Tätigkeiten richtig reinzufuchsen und eine gute Arbeit zu machen. Nichts anderes steckt ja dann hinter guten Produktivitätsergebnissen. Und da eben kreativer zu werden auf der Seite und das so ein bisschen zu disaggregieren, wie können wir das verstehen? Und da gibt es ja auch viel Forschung dazu. Und deshalb mir ist das immer wie so ein Umweg, dass das Wachstum das irgendwie machen muss. Eigentlich können wir doch danach als abhängige Variable gucken, wächst es oder nicht?
Und vielleicht versenken wir auch ganz viel von dem Finanzkapital, was wahnsinnig viel zu viel gerade rumflottiert, wenn wir sagen, wir fangen jetzt wirklich an. Umweltwachstum, das wäre hochfaszinierend. Momentan kriegen wir kein Geld, um zu sagen, wir schützen Biodiversität. Ne? Payments for Ecosystem Services, also Ökosystemdienstleistungen einfach zu bezahlen, dass Menschen sich darum kümmern dürfen, dass wir im Grunde genommen wieder aufwalden, dass wir Biodiversität pflegen, dass wir Humusaufbau betreiben, ist im Moment keine wertschöpfende Größe, davon kann keiner leben, weil wir es nicht in den Anreizsystemen drin haben von so einer Landwirtschaftspolitik. Aber im Prinzip ist das doch super, wenn wir jetzt so bilanzieren, dass wir Wachstum haben wollen, die Regeneration der Ökosysteme, dann schmeißen wir ganz viel Finanzen da rein und es wächst, wenn wir anfangen zu zählen, dass positive Regeneration einen monetären Wert bekommt, das hinten raus, aber nicht unbedingt die Rendite für den Investor. Also es ist ein bisschen komplexer, glaube ich. Es hat ja einfach mit den Überzeugungen zu tun, ob Menschen etwas bereitstellen wollen. Aus der Perspektive ist ja Energie so ein bisschen der gemeinsame Indikator. Menschen stecken Energie rein, die ja, Natur stellt uns gewisse Energieressourcen zur Verfügung und Geld ist ja in dem Sinne auch einfach eine Energieform, wenn man es mal ernsthaft betrachtet von dem, was es mit uns tut. Es ermöglicht das Ding, dass Menschen etwas tun können. Und deshalb verstehe ich diesen Umweg immer nicht, weil ich den Eindruck habe, der verstellt uns mehr, als dass wir sehen können. Tom? Ich habe ja den Umweg nicht gewählt, ich habe ihn nur geantwortet. Und ich glaube, in diesem Kontext ist eben, also wie gesagt, ich würde ja auch nicht propagieren, dass wir uns jetzt nur auf einen Indikator verlassen. Aber ist es nur ein Indikator, oder ist es eine Realität? Also nein, es ist nicht unabhängig von anderen Dingen. Das, wie gesagt, man muss ja in die Sektoren schauen und wirklich sich anschauen, was da passiert. Das habe ich ja versucht, mit Beispielen zu demonstrieren, wie viele interessante Dinge dort passieren können. Es stimmt aber, in Bezug auf die staatlichen Verschuldungen ist die Staatsschuldenquote halt ein wichtiges Maß für die internationalen Investoren, um die Tragfähigkeit einfach zu beurteilen. Und die werden halt, dann nehmen sie die Schulden und dividieren es durch das Bruttoinlandsprodukt, das nennt sich dann die Staatsschuldenquote und das ist für so ein Indikator der Verlässlichkeit, wenn wir den Finanz... Ansonsten ist es natürlich auch noch wichtig, weil man sagt, die Steuereinnahmen korrelieren ja sehr stark mit diesem WIP und insofern, aber das sind alles nominale Größen am Ende. Und man muss schon eigentlich auf den Realsektor schauen. Ich meine, man muss sehen, dass auf der nominalen Seite, auf der Geldseite nichts verkehrt läuft, dass die Geldpolitik vernünftig läuft und das Finanzministerium alles einigermaßen richtig macht. Aber am Ende muss man sich immer, so gehe ich immer vor, überlegen, was will man auch wirtschaftlich. Und da, oder wenn wir jetzt bei der Dekarbonisierung anfangen, Landwirtschaft ist ein bisschen schwieriger, bei der Dekarbonisierung akzeptieren wir ja die Ziele, die ökologischen Ziele. Da kommen wir ein bisschen und überlegen uns genau, wie kommen wir dahin, welche Einsparungen brauchen wir. Und der CO2-Preis ist ja berechnet worden, einfach welche Verhaltensanpassungen brauchen wir. Das ist der zweite Teil, ist die ökonomische Berechnung. Der erste Teil wird hingenommen. Und das diskutieren wir ja auch gar nicht mehr so stark, den ersten Teil. Das haben wir jetzt akzeptiert. Aber da ist dann eben noch die interessante ökonomische Diskussion, um auf den CO2-Preis vielleicht nochmal zu kommen und um vielleicht dann doch ein bisschen Dissens hier einzuführen. Ich bin nicht so ein großer Unterstützer des CO2-Preises, also so wie er diskutiert wird. Und ich stelle nicht in Rede oder kritisiere nicht die CO2-Ziele und die nehme ich als gegeben hin und sage, da müssen wir hinkommen. Jetzt können wir uns aber verschiedene Maßnahmen überlegen, wie wir da hinkommen. Und ich möchte natürlich CO2-intensive Produktions- und Konsumarten ersetzen durch emissionsschwache oder neue CO2-neutrale Produktionsarten, Konsum und das auch. Aber nur, wie schaffe ich das? Eine Möglichkeit ist zu sagen, ich besteuere die emissionsstärken Tätigkeiten. Das ist der CO2. Aber ich kann natürlich auch sehr stark subventionieren, die anderen Tätigkeiten, die klimafreundlich sind. Und das mache ich ja bei der öffentlichen Infrastruktur. Wenn ich sage, also wir müssen die öffentliche Infrastruktur ausweiten, also den Schienenverkehr, die Deutsche Bahn, den öffentlichen Personennahverkehr, dann sage ich auch, wir subventionieren die klimafreundliche Tätigkeit. Ja, denn das sind ja alle Subventionen. Und das heißt eben eigentlich, es könnte sogar gut sein, dass wir einen CO2-Preis von null nehmen können. Und solange der Staat das machen würde, was ich möchte, was der Staat macht, das heißt einfach noch viel mehr Ressourcen in den Schienenverkehr, ob das jetzt umsetzbar ist. Und auch die Preise
für die Tickets nochmal erniedrigen. Und vielleicht noch zusätzlich natürlich grüner Wasserstoff für die Schwerindustrie. Ja, aber grüner Wasserstoff und. Und da braucht es eine immense Tätigkeit des Staates, bin ich der Meinung, um das schnell. Wenn wir das alles schaffen, dann ist nicht so klar, ob wir den CO2-Preis, den wir immer berechnen, ob der so hoch sein muss. Denn die Berechnungen, die wir kennen, die sind natürlich behaftet mit großer Unsicherheit, aber die wir kennen, die halten immer die Infrastruktur konstant. Das ist witzig. Aber natürlich hängt es ja davon ab, wenn wir diese CO2-Philosophie nehmen, sagen wir ja, wir brauchen einen CO2-Preis, dieses Preissignal, das ist schon wieder der Mythos des Marktes, plus CO2-Preis, deswegen habe ich da. Und dann werden die Menschen und die Unternehmen, die werden sich dann schon anpassen. Aber wenn die keine Anpassungsmöglichkeiten haben, dann ist da auch nicht viel anzupassen. Was ich sage natürlich, wenn wir den Leuten viel mehr Möglichkeiten geben, viel mehr Alternativen, sich klimafreundlich zu verhalten, dann könnte es sein, dass wir gar keine große Steuer auf die CO2 benötigen. Natürlich, ich führe immer noch einen Preis ein. Ich mache einfach die klimafreundlichen Tätigkeiten extrem günstig und attraktiv. Mhm. Ja, also, aber okay. Aber gut, übrigens, das ist sozial gerechter. Ja, nein, aber das ist überhaupt kein Dissens. Nee, stimmt, warte mal. Es geht aber ja eigentlich auch da wieder darum, welches Ziel will ich erreichen? Weil wir könnten auch einfach mal die ganzen Subventionen für die fossilen und die abbauen, so peng, das wäre schon Schritt 1. Das würde ich nie. Aber wenn wir jetzt einfach einen vernünftigen CO2-Preis gemacht hätten, dann hätten wir echt viel Geld gespart, den wir gerade im Kohleausstieg irgendwelchen Unternehmen, die angezählt sind, hinterher schmeißen. Ne? Und damit hätten wir richtig viele gute Programme machen können für so Just Transition-Projekte in der Lausitz und anderen betroffenen Regionen. Können wir alles auch jetzt. Wir müssen einfach die Zahlen addieren und dann entsprechend die Neuverschuldung anpassen. Das finde ich auch. Das finde ich gut. Also das wäre sowieso ja auch die nächste Mitteilung in Deutschland, dass es jetzt langsam geht. Man darf darüber reden, dass Staatsverschuldung was anderes ist, als einen Haushalt zu führen, privat. Hat, ne? Also jetzt in der Krise können wir das durch Neuverschulden. Das ist ja auch richtig übrigens, das hatte ich gar nicht erwähnt, das ist auch ein Konjunkturpaket. Das ist eigentlich ein Fortschritt im Vergleich zu vor zehn Jahren die Diskussion, dass wir jetzt sagen, in der Krise können wir nicht gegen ansparen. Also wenn diese zusätzlichen Maßnahmen, die zusätzlichen Ausgaben, die jetzt im Klimapaket enthalten sind, die werden durch Kredite finanziert. Und der Nachtragshaushalt ist jetzt, der zweite ist sehr groß, da reden wir von fast 7% Neuverschuldung. Aber dass wir diese Diskussion nicht mehr haben, dass wir eigentlich jetzt ja irgendwo anders die Steuern, also irgendwo oder die Ausgaben, meistens dann irgendwo anders die Ausgaben dann kürzen müssen, dann würden wir ja diesen ganzen konjunkturellen Impuls konterkarieren. Und also diese Diskussion haben wir nicht. Wenn wir aber, das möchte ich eigentlich noch gerne sagen, dann kommen wir, wenn wir aber jetzt erstmal wieder sehen, dass wir aus der Krise so langsam rauskommen, dann denke ich schon, mittel- und langfristig müssen wir eine Diskussion auch führen, die vielleicht sagt, all diese zusätzlichen Ausgaben, die ich mir wünschen würde, die müssen wir irgendwie mittelfristig finanzieren, vielleicht nicht nur durch Neuverschuldung. Dann sollten wir vielleicht doch die Besteuerungsfrage, was ist ein faires Steuersystem, stellen. Also insofern würde ich nicht sagen, wir wollen alles durch Schulden finanzieren. Das, glaube ich, wäre vielleicht auch in Ordnung. Aber das wäre eine super Maßnahme. Du hast ja irgendwie auch überlegt, wie reden wir darüber? Jetzt haben wir ja die Klimapolitik in Frankreich, gerade heute, glaube ich, haben die das veröffentlicht, von so einem Bürgerdialog, 130 Maßnahmen, irgendwas um den Dreh für die Klimapolitik. Und sowas haben wir hier im ersten Lauf auch schon gehabt. Und jetzt der Bundestag hat gerade wieder auch verabschiedet, es gibt jetzt einen Bürgerkonvent im Bereich die Rolle von Deutschland in der Welt. Mhm. Also haben jetzt aus dem Parlament eben kam die Richtung vorgeben, welches Thema wollen wir uns dem annehmen, um das Instrument tatsächlich nochmal mit den ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern, die sich dann eben Lösungen suchen unter Informationen von Expertinnen und Experten in dem Bereich. Also das ist ja hochinteressant. Ich fände ein riesen Thema, was man mal machen könnte, ist wirklich Steuer. Also weil wir ja immer anfangen, so ganz inkrementell hier und da. Und eigentlich brauchen wir eine richtige Steuerrevolution, wo wir sagen, wir machen jetzt mal Zukunftssteuer. Und einfach mal auf den Tisch legen, was haben wir denn eigentlich für unterschiedlichste Steuern und welche Lenkungswirkungen haben die? Um dann mal zu sagen, was wäre aus so einem Impuls heraus, in welche Zukunft wollen wir und was ist vielleicht auch eine Idee von gerechter Verteilung und gerechter, auch einen gerechten Beitrag dazu leisten, dass das entstehen kann. Da einen Vorschlag aus so einem Bürgerkonvent mal heranzutragen, um dann zu sagen, so, jetzt machen wir mal ein richtig neues Paket. Weil sonst kommen wir nicht raus. Also wir müssen die sozialen Seiten immer mitdenken, sonst heißt es immer, ihr könnt doch als Ökos jetzt nicht die Preise erhöhen, die armen Menschen können sich's doch nicht leisten. Also und wie wenig dann darüber nachgedacht wird, wieso es auf der anderen Seite in den Haushalten bei einigen eben so knapp aussieht und solche Sachen. Bevor wir in die Steuerdebatte einsteigen, wir sind schon nämlich weiter als zeitlich als vielleicht
ihr gedacht habt. Wir sind eigentlich schon so weit, dass wir mal Fiona fragen, welche Fragen reingekommen sind über die E-Mail-Adresse, die wir kommuniziert haben, intpol@world.de. Da haben unsere Zuschauer Fragen stellen können. Und Fiona, als Anwältin des Publikums, wie sieht es da aus? Hast du da ein paar Fragen für uns? Ja, es gibt viele Fragen. Vielen Dank für die Beteiligung. Eine kommt zum Beispiel von Chris Kunz, die auch schon in Richtung Verteilungsfragen geht. Und er schreibt, wenn wir es mit der Rettung der Umwelt und der Menschheit wirklich ernst meinen, sie wird blockiert durch die Machtkartelle der oberen 1%. Erstens, wird es nicht Zeit, die gigantischen privaten, extrem konzentrierten Geldvermögen, die das ökonomische Spiegelbild der gigantischen Schuldenberge der Staaten sind, zu streichen? Zweitens, wird es nicht Zeit, nicht nur die großen Geldvermögen, sondern auch die großen Sachvermögen, insbesondere Eigentum an Unternehmen und Grund und Boden, zu enteignen und einem gemeinwohlförderlichen, ökologie- und demokratiekompatiblen Regime zu unterwerfen? Geht es nicht in Wirklichkeit um die notwendige Überwindung eines Wirtschaftsfeudalismus zugunsten auch wirtschaftlich untermauerter Demokratie? Ich würde vielleicht gleich noch zwei weitere Fragen anhängen, also ein bisschen sammeln. Und zwar kommt eine Frage von Dr. Claudine Perlet, die auch schon kurz angeklungen ist, nämlich wie wäre es mit dem Abbau klimaschädlicher Subventionen, angeblich ca. 55 Milliarden pro Jahr. Und dann gibt es noch eine Frage von Kai Bergmann, der schreibt, beide Diskutanten akzeptieren, dass es eine Transformation braucht, um Change by Disaster zu entgehen. Noch argumentieren beide im Sinne eines Change by Design. Sind wir in Zeiten von drohenden Klimapunkten, Jörgs Beispiel Permafrost, nicht auf Disruptive Change angewiesen? Welche Instrumente bräuchte es dafür? Welche Form von technologischer, aber auch sozialer Innovation? Mhm. Dankeschön. Ja. Ich weiß nicht genau, wer von euch beiden als Erster da reinspringen will. Tom, oder? Das klang so, als hättest du dich gemeldet. Ach so. Ist mir egal. Also ich glaube, die Subventionsfrage ist ja eigentlich auch schon in allen G7 und G20-Dokumenten und auch jetzt wieder vom Generalsekretär nochmal bestätigt worden, dass das jetzt einfach dran ist. Und es changiert ja zwischen, oh, jetzt haben wir gerade wieder 38% Zuwachs an fossilen Subventionen weltweit gehabt, versus wir haben eine Sorge, dass jetzt durch Peak Carbon im Grunde genommen die Finanzmärkte alle zusammenkrachen. Also dazwischen schillert ja der Diskurs so ein bisschen hin und her. Das heißt, auch da ist ja so etwas die Sorge, wenn das jetzt wirklich ernst gemeint wird, wie schnell dann Finanzmärkte reagieren, mit welchen potenziellen Kollateralschäden. Wie kriegt man auch da so eine Transition hin? Das ist ja mit dem Disruptive Change eigentlich ganz gut verbunden, dass wir natürlich im Idealfall versuchen, an einer radikal anderen Zukunft zu arbeiten, ohne die Interventionen so stark und so kurzfristig zu machen, dass es wirklich zu tatsächlichen Zerwürfnissen kommt. Ich würde aber sagen, wir sind ja mittendrin in einem Disruptive Change durch Corona. Also in Deutschland, glaube ich, spüren wir das noch viel zu wenig, was tatsächlich das auch für Auswirkungen hat und haben wird. Also da kannst du, Tom, vielleicht gleich noch mal was dazu sagen, weil ich nicht makroökonomisch modelliere, aber alleine wie viele Modelle tatsächlich darauf oder immer noch annehmen, dass wenn die Preise einen bestimmten Niveau erreichen, dass die Leute es auch kaufen. Das liegt ja hinter der ganzen Annahme der Mehrwertsteuersenkung auch. Und wenn Menschen aber aus ganz anderen Gründen gar nicht kaufen wollen, weil sie verunsichert sind, ob eine zweite Welle kommt oder dass eben Exportbranchen überhaupt nicht wieder anspringen, weil wir in anderen Teilen der Welt jetzt erst gerade den Peak von Corona-Impact haben, das ist ja ein Hochunsicherheitsumfeld gerade. Und das heißt, ich würde sagen, Disruptive Change ist heute. Wir haben keine Ahnung, wie bestimmte Wahlausgänge in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten, danke, was das bedeutet für die Weltpolitik, ne? Und was das Säbelrassen zwischen China und den USA noch mit sich bringt. Also wenn da jetzt ganz andere Ambitionen noch kommen, ich glaube, dass Europa da wirklich gut beraten wäre, tatsächlich zu überlegen, kleiner als Europa sollten wir gerade nicht denken. Also gerade auch Deutschland sollte da, glaube ich, so ein bisschen aufwachen zu dieser geopolitischen Realität. Wahrscheinlich tut es das intern wieder auch viel stärker, als es im öffentlichen Diskurs so durchklingt. Aber das wünsche ich mir schon sehr, zu überlegen, was sind dann auch die Allianzen, wo so eine positive Zukunftsvision weiter vorangetrieben werden kann, selbst wenn die ursprünglichen Bündnispartner vielleicht nicht mehr so verlässlich da sind. Und mit diesem, wir sind noch immer in Disruptive Change,
auch zu argumentieren und dran zu bleiben. Also es gab keinen, oder aus der Transformationsforschung gibt es keinen Zeitpunkt, wo es wichtiger ist, ganz klar zu argumentieren, wo wollen wir hin, und einen ganz klaren, auch eher so auf Werten und Prinzipien basierenden Kompass vor sich herzutragen, weil alles sehr adaptiv bleiben wird. Und das ist auch eine Sache, die mir sehr stark gefehlt hat in den ganzen Diskussionen bisher, dass wir so eine Verteilungsfrage von relativ kurzfristig geschnürten Megapaketen definitiv nochmal anschauen werden. Also, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, was jetzt rauskommt. Wir werden ja eine unglaubliche Zunahme der Konzentration von Eigentum wahrscheinlich sehen, weil jetzt viele Aktien runtergepoltert sind, zumindest hier bei uns an den Märkten billiger geworden sind. Und diese Übernahmen, allein, dass ein Milliardär im März bei Lufthansa einsteigen kann und dann so viele Aktien jetzt kauft, dass er eventuell so ein politisches Abkommen blockieren kann. Ich meine, das sind ja irrsinnige Vorgänge eigentlich. Und das werden wir erst so ein bisschen mittelfristig sehen, was das tatsächlich mit sich gebracht hat. Und da wäre für mich ein Teil von einem Solidaritätsabkommen zu sagen, das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern so ähnlich wie wir das vielleicht dann, wir haben ja viele Analogien mit dem Zweiten Weltkrieg jetzt gemacht in dieser Krise, sagen, da war das auch so, dass die Lastenverteilung nochmal neu angeschaut wird. Mhm. Und da wären dann genau solche Implikationen mit dem letzten Punkt, mit den Eigentumsfragen eben drin, weil wir dann natürlich einfach auch mal ganz ehrlich schauen müssen, wie konnten diese Eigentumsverhältnisse entstehen. Und wir sind dann ganz schnell in dieser Abwehrreaktion Enteignung. Aber wenn man sich auch anguckt, wie strukturell gerade jetzt überhaupt die Möglichkeit entstanden ist oder auch schon seit 2009, diese sehr starke Übernahme von Boden, aber eben auch von natürlich Häusern und Wohnungen in private Hand aus einer Klemme von Kommunen und so weiter jetzt im öffentlichen Sektor. Das sind natürlich alles Prozesse gewesen, wo man auch mal hinterfragen kann, sind das denn deshalb Eigentumsverhältnisse, gerade jetzt in so einer krisenhaften Zeit, von denen man sagt, die sind legitim entstanden durch eine Leistung. Und eigentlich sind es ja häufig genau das, was wir, wenn wir aus einer Werttheorie argumentieren würden, unverdiente Zuwächse an Eigentum vielleicht auch einfach sind. Und da muss man, glaube ich, sich wirklich bemühen, eine Form zu finden, darüber zu sprechen, dass das nicht in so einem Verteilungskampf landet, sondern in einer Ermöglichung einer Marktwirtschaft der Zukunft, weil wir auch sehen, wie abträglich das ist, wenn einige Unternehmen es sich einfach leisten können, gar keine Steuer mehr zu bezahlen und dabei aber den Globus übernehmen. Also da sind wir wieder bei den Digitalkonzernen. Das ist kein gutes Unternehmertum mehr. Und das sind keine guten Marktstrukturen mehr. Und aus der Perspektive, das systemisch anzuschauen, und dann haben Ricardo und Adam Smith und dazu ja auch alle viel zu sagen, anstatt dass wir das über so ein Wording überhaupt von Enteignung machen müssen, sondern dass es wirklich darum geht, was ist ein Stück weit auch ein Anrecht der Einzelnen, damit sie überhaupt Sicherheit, ne? Du hattest ja eben auch erwähnt, wie fühlen sich Menschen sicher, und so ein Stück weit meine kleine eigene Scholle, die mir nicht auf einmal, weil jemand den Eindruck hat, ich möchte noch mehr Rendite aus meinem Mietpreis rausholen, entzogen werden kann, ist ja auch eine wichtige Diskussion, die wir nicht so stark über die Enteignungsfrage führen sollten, sondern eine Ermöglichungsfrage, glaube ich. Also, dass möglichst viele Menschen einfach partizipativ, aber auch mit einem gewissen Sicherheitsgefühl tatsächlich ganz agil eine Wirtschaft auch schaffen können. Ich will jetzt nicht den ganzen Startup-Sektor, den ganzen Pioniersektor, die wirklich versucht haben, Neues in die Welt zu bringen, einfach wegrasieren und nur die großen, schon etablierten Konzerne dann auch noch weiter ihre Dividenden ausschütten können, weil wir gesagt haben, da schmeißen wir erstmal das Geld rein, weil da sind die meisten Arbeitsplätze. Also müssen wir wirklich jetzt aufpassen, was die Effekte sind, und sollten dem einen ganzen Gipfel widmen, automatisch, und nicht, dass es erst eingefordert wird oder eingefordert werden muss. Tom. Ja, ich versuche das mal in aktuelle Politik zu übersetzen. Obwohl beim ersten, die Subventionen, da sind wir uns alle einig, die sollten dann abgebaut werden für klimaschädliche Aktivitäten. Aber die zwei anderen Fragen, Disruptive Change und die Frage der Vermögen. Ich stimme auch zu, wir haben Disruptive Change zurzeit und wir werden das auch noch weiterhin haben. Und wie gesagt, mein Argument wäre eben, jetzt sollten wir etwas größer denken. Ich habe versucht, so ein bisschen qualitativ zu sagen, was wir bräuchten. Und ich denke auch, man müsste das größer angehen, wesentlich größer als im Konjunkturpaket natürlich. Also da müsste man viel mehr Ressourcen in diese Sektoren, für diese Sektoren bereitstellen. Und das müsste die öffentliche Hand tun. Und dann, glaube ich eben, werden wir uns dann irgendwann fragen müssen, wir können nicht alles nur durch zusätzliche staatliche Schulden finanzieren. Wie können wir die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen sichern mit all diesen zusätzlichen Ausgaben? Und dann fragen wir uns nach einem fairen Steuersystem. Wer soll wie viel bezahlen? Ich brauche jetzt nicht alle gleich zu enteignen. Soweit würde ich gar nicht gehen. Ich glaube auch, das wird nicht kommen. Aber wir können ja mal mit der Vermögenssteuer anfangen. Das wäre ja schon mal ein Schritt. Zweitens könnten wir die Spitzensteuersätze bei der Einkommensteuer erhöhen und vielleicht im mittleren Einkommen für die mittleren Einkommen ein bisschen senken.
Und da wären wir schon sehr weit. Die Vermögenssteuer hat übrigens den anderen Vorteil, dass sie eine Ländersteuer ist und die meisten, der größte Bedarf an öffentlichen Investitionen ist auf kommunaler Ebene. Also das würde direkt den Ländern zukommen. Das ist ein anderes praktisches Argument. Das heißt, ich würde nicht alle enteignen, aber ich würde schon sagen, dass diejenigen, die sehr stark, denen es sehr gut geht und sehr stark profitiert haben, davon, dass sie hier in Deutschland oder in Europa arbeiten können oder ein Geschäft aufmachen können, Unternehmen tätigen können, die sollten ein bisschen mehr beitragen für diese gemeinschaftlichen Projekte. Und genau da könnten wir anfangen. Und natürlich, dann wird man als erstes, wenn man solche moderaten wirtschaftspolitischen Vorschläge macht, so wie ich sie jetzt gerade gemacht habe, also gar nicht alle enteignen, so weit brauchen wir ja gar nicht gehen. Also ich möchte jetzt nicht, also im Grundgesetz, ich muss das auch mal sagen, übrigens im Grundgesetz steht nichts von Marktwirtschaft wirklich, aber privates Eigentum ist schon ziemlich stark im Grundgesetz verankert. Also den Teil würde ich auch noch drin lassen. Aber Eigentum verpflichtet auch. Also und insofern ist das genau die Diskussion, die wir ja auch haben werden auf der politischen Ebene. Und all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, wird natürlich nicht kommen, wenn wir eine politische Konstellation haben, wie wir sie zurzeit haben. Also für diese Maßnahmen braucht man progressive Mehrheiten. Ganz einfach. Das heißt, wenn wir diese politische Diskussion haben im Herbst und im Frühjahr, wir im 2021, dann sollten sich alle nochmal daran erinnern, dass es nicht darum geht, das eine Haus den Leuten wegzunehmen, denn bei einer Vermögenssteuer würden wir immer einen Freibetrag von 2 Millionen wahrscheinlich haben. Es geht darum, dass wir die 50 Millionen Vermögen vielleicht entsprechend besteuern wollen. Und es ist offensichtlich oder sollte allen offensichtlich sein, dass das natürlich nicht mit einer konservativen Mehrheit geht. Das heißt, man braucht andere politische Mehrheiten. Ob Deutschland dafür bereit ist, das werden wir halt sehen. Aber wir brauchen gar nicht enteignen. Wir brauchen just eine Vermögensabgabe. Weil ich finde, dass wir uns sonst schon wieder um den Begriff so ein Stück weit drücken. Weil es ging ja jetzt auf mehreren Ebenen parallel, ne? Also niemand will irgendwem ein Haus wegnehmen. Ich glaube, da sind wir uns alle total einig. Also darf ich da, das ist das Erste, was das Handelsblatt schreiben wird und schreibt. Exakt, deshalb meine ich ja, dass wir einen anderen Begriff dafür finden sollten. Und Kartellrecht ist ja einfach mal ein guter Anfang. Und dann zu überlegen, ob eine Industriestrategie besonders sinnvoll ist, die nicht so reagiert, dass über große Konzerne, wo ja auch kein nationalstaatliches Abkommen überhaupt mal dagegen kommt. Nur so kommen wir ja zu dem Steuerdumping und den ganzen Offshoring. Das sind ja die Möglichkeiten eigentlich derjenigen, die wissen, dass sie sich übernational aufhalten können und es nutzen können und durchaus auch Nationalstaaten ja gegeneinander ausspielen. Das heißt, wir brauchen ja diese korrektive Hand, die gemeinwohlsichernde Hand, die überhaupt so eingreifen könnte, quasi dann auch auf der globalen Ebene oder eben in Form von Abkommen, wie sie jetzt im OECD-Kontext oder sowas ja auch diskutiert werden. Und das ist für mich überhaupt gar nicht Enteignung, selbst wenn man sagt, dass dadurch Unternehmen kleiner werden. Ne? So, da muss man einfach mal aufpassen. Und zu sagen, dass es eine gewisse Marktstruktur braucht, weil sonst sind wir irgendwann, und das Landgrabbing ist für mich ein anderer Punkt, beim Feudalismus wieder angekommen. Und ich finde, sowas muss man ehrlich auf den Tisch legen. Also wenn die Eigentumsstrukturen an Grund und Boden, hat Mark Twain schon mal schön gesagt, es lohnt sich jetzt Land zu kaufen, weil es wird nicht mehr hergestellt. Das war im 18. Jahrhundert, wann hat er gelebt? Und das ist ja einfach, wir haben territorial eine Grenze. Und wenn es jetzt dazu führt, dass unheimlich viel Land gekauft wird von denen, die einfach ganz viel Geld gerade geschenkt bekommen, weil wir eben weiterhin Quantitative Easing nicht direkt in die Realwirtschaft machen, sondern weil wir es in den Finanzsektor erstmal pumpen, dann ist das etwas, worüber wir sprechen müssen. Weil dann kann man entweder sagen, gut, Eigentum verpflichtet und dann muss es bestimmte gemeinwohlorientierte Auflagen geben, wie gehe ich damit um, wenn das meine Scholle ist und meine Scholle so gigantisch groß geworden ist, dass für andere Schollen kein Platz mehr ist. Deshalb ist Eigentum aus einer marktwirtschaftlichen Perspektive für mich eine systemische Größe. Eine Marktwirtschaft kann nur dann funktionieren, wenn Schollen ungefähr ähnliche Größen haben können. Das ist ja die ganze Voraussetzung dafür, dass irgendwelche marktwirtschaftlichen Äquivalente überhaupt auch kontraktual, sprich vertraglich in irgendeiner Weise auf Augenhöhe in eine Beziehung treten können. Und aus der Musterebene und aus der systemischen Ebene, die man wie Ricardo und Smith und allen auch findet, finde ich, muss man da ehrlich drüber sprechen. Also wenn das Eigentum an Fläche so konzentriert ist, dann haben wir einen Feudalismus und dann sollten wir das auch ehrlich so nennen. Da
Da stimme ich schon wieder zu, denn das ist der zweite Punkt, den ich, und dann sage ich aber trotzdem noch mal was zur politischen Umsetzung. Ja, gerne, das ist gut. Den Punkt, den ich nicht erwähnt habe, und das ist auch ein wichtiger Punkt natürlich, dass extreme Vermögen auch dann extremen Einfluss auf die Politik haben. Ich denke übrigens, in den USA ist es viel extremer, in Deutschland ja. Ist es, aber auch die Lobbygruppen haben schon, die werden natürlich finanziert. Also das Problem, das werde ich vielleicht auch mit einer moderaten Vermögensteuer natürlich nicht angehen, dieses Problem, das verstehe ich dann, obwohl langfristig schon, wenn die Vermögensteuer hoch genug ist und die kann ja progressiv sein, die kann ja ansteigen mit dem Vermögen. Also wichtig ist für mich nur der Freibetrag, also eben, dass die erste Million oder die ersten 2 Millionen dann eben gar nicht besteuert werden und dann eben, also das entsprechend kann man ja die Vermögensteuer konzipieren, also das können wir schon machen. Mhm. Also insofern nehme ich den Punkt auch so hin, also diese Marktmacht und diese Macht, die Politik zu beeinflussen, die ist ganz wichtig. Das sehe ich. Ich habe jetzt auch speziell nicht über den Boden gesprochen, da bin ich sowieso dafür. Ich habe ganz kurz am Anfang Wohnen erwähnt. Ich bin sicherlich ein Unterstützer, dass das öffentliche Eigentum des Bodens ausgeweitet werden muss. Das ist ja auch ein Trend. Wir hatten auch mal mit Kollegen ganz konkrete Vorschläge gemacht. Da ist, jetzt bin ich schon wieder so ein praktischer Mensch. Und was könnten wir jetzt zum Beispiel ganz praktisch tun? Ein bisschen kleiner gedacht, nicht. Zum Beispiel wird es jetzt voraussichtlich in den Innenstädten einige Warenhäuser geben, Karstadt, Galeria, die schließen werden. Und es wird auch leider einige Geschäfte des stationären Einzelhandels geben, die vielleicht nicht weitermachen können. Und das wäre eigentlich übrigens eine Gelegenheit für den Staat, für die öffentliche Hand, Grundstücke aufzukaufen. Ja? Denn sie muss sowieso dort eingreifen jetzt, damit gewisse Innenstädte nicht verölen. Ja, also das wird ein ganz großes Problem sein. Und da brauchen wir auch wieder den aktiven Staat. Und da hilft es unheimlich, wenn man Bodenpolitik betreiben möchte. Das ist das bekannt unter Stadtplaner, überall in allen auch größeren Städten. Dann hilft es ungemein, wenn die Kommune, die öffentliche Hand, die Stadt einen Teil des Eigentums behält. Das ist jetzt übrigens auch so ein Trend, den ich gut finde, dass man nicht mehr an private Investoren den öffentlichen Grund und Boden verkauft, sondern nur über Erbpacht. Mhm. Ja, da hat man vieles falsch gemacht, viele Jahre. Das war halt der Trend seit den 80ern. Der Staat soll sich zurückhalten, der Markt weiß alles besser. Und jetzt steht man da mit wenig öffentlichen Grundstücken, aber das könnte man, glaube ich, das ist jetzt auch wieder disruptive change, das könnte eine Gelegenheit sein, das umzukehren, denn es wird viele private Eigentümer von Grund und Boden geben, die vielleicht verkaufen wollen oder müssen. Also dazu bräuchte man übrigens einen Bodenfonds und Kommunen bräuchten Bodenfonds und brauchen die Finanzmittel. Also, aber wie gesagt, das sind die kleinen Schritte. Aber wenn man da ein paar Milliarden hätte, dann könnte man schon gewisse Dinge machen. Also wie gesagt, öffentliches Eigentum, da rennt man bei mir und einigen anderen offene Türen ein. Also sicherlich, wenn ich ein Stadtquartier planen möchte, ich möchte, und das wird ja geplant, und das soll aber auch langfristig und dauerhaft so sein, wie die Menschen sich das vorstellen, dann hilft es ungemein, wenn der Staat oder die öffentliche Hand auch einen Teil des Besitzes behält. Und dann eben auch besteuert, ne? Also wir haben ja unheimlich viel jetzt Spekulationsgewinne, Wertzuwachssteigerungen, einfach nur weil beispielsweise sogar die öffentliche Hand etwas Schönes drumherum investiert hat und jetzt ist es mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also man kann ja auch so ein bisschen gucken, wo fängt man an, diesen spekulationsorientierten Investoren auch das ein bisschen unattraktiver zu machen, weil wir ja viel die Phänomene haben, dass die öffentliche Hand für ein Multiples diese Grundstücke zurückkaufen darf, ohne dass mit denen irgendetwas passiert ist, außer ein Anstieg der Preise durch eben zu viel Geld, das Interesse hat an diesen festen Assets. Also da muss man schon so ein bisschen gucken, wer muss jetzt schon wieder Geld drucken oder wie kann man das in Zukunft so ein bisschen den Trend brechen? Ich muss schon wieder unterbrechen. Naja, alles gut. Alle vernünftigen Ökonomen und Ökonomen würden zustimmen, wir möchten das Land besteuern und wesentlich höher, als es zurzeit besteuert wird. Wir hatten aber jetzt gerade die letzte Reform. Föderalismus hat alles kaputt gemacht, was vernünftig ist. Aber natürlich, als Ökonom möchte ich immer das besteuern, was nicht weglaufen kann.
Das ist erstmal das Effizienzargument und dann ist es das Argument, wenn es einfach eine Immobilienpreissteigerung gibt, warum soll der Staat da nicht was abschöpfen? Also theoretisch ja und in der Praxis, ich habe es ja verfolgt, es ist einfach... Ja, genau. Fiona, hättest du noch eine Frage, die du uns noch reingeben willst? Es gab noch mehrere Fragen zum bedingungslosen Grundeinkommen und ob da, oder Auskommen und ob das nicht die Lösung wäre. Eine Lösungsoption wäre. Ja, vielleicht ist als Abschlussrunde, gehört das zur Transformation, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Diesmal fängt Thomas. Oh, ja, aber wir haben ja nur 2 Minuten. Also das würde bei mir nicht dazugehören. Aber ich möchte jetzt nicht mit einem negativen Kommentar, ich könnte das länger erklären. Was ich sehr, sehr unterstützen würde, wäre so eine Art Jobgarantie des Staates. Wir haben sowas teilweise auch schon, sozialer Arbeitsmarkt. Das würde ich jetzt ausweiten. Bedingungsloses Grundeinkommen, ganz kurz, wenn man es wirklich wortwörtlich nimmt, bedingungslos, muss es ja unabhängig vom Arbeitsmarktstatus und unabhängig vom Vermögen ausgezahlt werden, dann ist es also ein riesiges Unterfangen. Wenn ich jedem 1.000 Euro im Monat geben möchte, dann würde das ungefähr 1 Billion Euro pro Jahr kosten. Das ist doppelt so viel wie der Bund und die Sozialversicherungskassen zusammen ausgeben. Und dann hätte man immer noch nicht alles abgedeckt. Ich glaube also, dieses bedingungslose Grundeinkommen, diese Diskussion, die geht in die verkehrte Richtung, weil am Ende wäre sowas wieder nur möglich in einer Gesellschaft, wo wir kein privates Eigentum haben und alles. Wenn wir das alles haben, wenn wir da sind, dann können wir vielleicht auch nochmal über das bedingungslose Grundeinkommen reden, das sehe ich ein. Ansonsten würde ich ja auch sagen, ganz interessant darauf, das ist vielleicht doch eine interessante Schlussbemerkung, weil wir ja diese Diskussion hatten, auch bei der Grünen Partei, glaube ich, vor 2 Jahren, die sind ja auch damit angefangen und jetzt kann man sich mal anschauen, das meine ich jetzt nicht negativ, was das Sozialstaatskonzept der Grünen ist und das vergleichen mit dem Sozialstaatskonzept der SPD und was da von dem bedingungslosen Grundeinkommen übrig geblieben ist. Am Ende haben wir unsere Grundsicherung, aber man möchte bei der Grundsicherung, die Grünen möchten die Möglichkeit der Sanktion ganz abschaffen und bei der SPD möchte man sie abschaffen, aber nicht ganz. Und das ist auch vernünftig, diese Diskussion zu führen. Brauchen wir Sanktionen und so? Aber wir haben ein Grundsicherungssystem. Ja? Und dann kann man sich noch überlegen, ob man eine Vermögensprüfung haben möchte. Ich wollte nur sagen, dort sind wir jetzt auch in der politischen Diskussion ja angekommen. Bei den Grünen, bei den Linken und bei der SPD. Da ist eigentlich der einzige Dissens jetzt eigentlich nur, wie stark sollen die Sanktionen sein oder soll es die überhaupt geben? Und ich glaube, die sind aus diesem Grunde, vor 2 Jahren sind sie ja woanders gestartet scheinbar, die sind, nachdem sie sich dann mal überlegt haben, was das bedeutet, das ist ja auch richtig, man muss es erstmal durchdenken, von ganz oben anfangen, bedingungsloses Grundeinkommen, komplett bedingungslos, jeder bekommt es und sich dann überlegen, wer das alles bekommt. Und das für all die anderen Dinge, dann haben wir noch nicht mal die Infrastrukturinvestitionen finanziert, also wie gesagt, wenn wir alles andere abschaffen, Eigentum und eine ganz andere Welt haben, vielleicht, aber wir sind so weit weg von dieser Welt, dass ich lieber eine Reform hätte im Sozialversicherungssystem, das wir haben. Maja. Ich bin da eher auch in der Ecke zu überlegen, wie kann man eine kulturelle Veränderung hinbekommen, weil ich finde, wenn man sich so ganz strukturell mal dem nähert, was jetzt unter Jobgarantie in den USA diskutiert wird und was wir hier schon haben. Also ich habe mich nicht genug mit der Jobgarantie beschäftigt, als dass ich das jetzt wirklich fest sagen könnte. Aber ich glaube, dass es da wichtig ist zu gucken, was wäre wirklich der Zugewinn und wirklich der Unterschied und ist es nicht eher genau dieses mit den Sanktionen und mit der Form, Menschen zu unterstützen und eine Überlegung, wie kriegt man das vermittelt, wo wird halt Arbeitskraft gebraucht und wo wird sie eingesetzt. Also irgendeine Vermittlungsfunktion brauchen wir ja schon auch. Also ich finde es aus meiner Perspektive naiv zu sagen, dass zufällig jeder und jede Lust hätte, genau das zu tun, was dann in der Summe uns das herstellt, was wir brauchen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch wichtig, dann heißt es ja mal gut, aber wenn dann die Vergütung in Arbeitsplätzen höher ist, dann ist ja auch der Anreiz höher, das zu tun. Ich glaube auch nicht, dass uns wahnsinnig viel damit gewonnen ist, gerade wenn wir Digitalisierung und diese ganzen Diskussionen, die ja auch noch ganz offen sind, was das für Arbeitsplatzeffekte haben wird.
und dann keinerlei Diskussion über eine Arbeitszeitverkürzung führen oder einen Maximallohn führen, parallel, habe ich den Eindruck, wir können auch in einer Welt landen, wo dann einige weniger unheimlich viel Geld verdienen und eine Kontrolle über die größere Infrastruktur in unserer Gesellschaft haben und alle anderen sollen happy von ihrem Grundeinkommen Urban Gardening machen und Subsistenz frönen. So, ne? Also jetzt mal überspitzt formuliert, ich finde, dass wie immer wir systemisch gucken müssen, was sind die wirklichen Schmerzpunkte, was sind die wirklichen Treiber und immer die Frage stellen und dann was. Also das ist ja immer das Systemische. Jede Intervention wird ein neues potenzielles Problem mit sich bringen. Und deshalb bin ich da tatsächlich auch eher im Adaptiven, die wirklichen Schmerzpunkte erstmal abschaffen, um dann zu gucken, was passiert, als das System komplett umzustellen, ohne dann eben solche strukturellen Dinge mitdenken zu müssen. Dann wird es ja groß. Und da weiß ich nicht, ob wir das Kind mit dem Bad ausschütten, weil wir eigentlich noch relativ gut hier aufgestellt sind im Vergleich zu anderen Kontexten. Aber es ist nicht mein Forschungsfeld. Also von daher möchte ich mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Mein letzter eigentlicher Punkt wäre wirklich zu sagen, ich habe das im Moment so häufig, diese Erfahrung mit, jetzt weiß ich nicht, die Kategorie Mainstream-Ökonomen, progressiven Ökonomen, ich habe keine Ahnung, aber wenn man so tatsächlich über die rein ökonomischen Ideen redet, dass da so viel Konsens eigentlich ist und im Diskurs verpufft das komplett. Ich würde mir so wahnsinnig wünschen, wenn wir jetzt überlegen, nächstes Konjunkturpaket, Green Deal, Bundestagswahl nächstes Jahr, dass wir wirklich mit einem Ökonomen-Statement rauskämen, across the board, das sagt, pass mal auf, BIP-Steigerung kann nicht das Ziel von Wirtschaftspolitik sein. Wir brauchen was Besseres und wir können das besser bilanzieren, wir können das besser sichtbar machen und so könnte man es eventuell tatsächlich auch dann der Bevölkerung ja auch vermitteln. Wir brauchen eine, ich fände das total spannend, wirklich eine umfassende Neudefinition von Produktivität, die versucht, diese ökologische und soziale Frage wirklich so zusammenzubringen, dass wir das in den Geschäftsmodellen anders abbilden können. Weil für mich war das jetzt noch nicht, ich hab noch 3-4 Fragezeichen im Kopf. Ne? So. Aber ich fände das ein ganz fantastisches Projekt. Und ich habe auch mal mit den Gewerkschaften darüber gesprochen. Die hatten auch das Gefühl, das würde uns eine ganz andere Form geben, über sinnvolle Jobs auch zu sprechen. Und ein anderes Selbstverständnis und Selbstwertgefühl ja auch wieder mit sich bringen. Also es gibt ja einen Diskurs, dass die Erfolgreichen in unserer Gesellschaft dann immer geschröpft werden sollen. Erfolgreich sind automatisch diejenigen, die ganz viel Geld verdienen. Und ich finde das so ein Schlag ins Gesicht von all denjenigen, die wir jetzt gerade als wahnsinnig systemrelevant ja wahrgenommen haben, die sich aus einer Berufung heraus in einen Job, in ein Metier, in einen Sektor begeben, sei es Erziehung oder Pflege, was auch immer, wo sie von Anfang an wissen, sie werden nicht die Einkommen erzielen können, die dann als erfolgreich durch die Medien gepeitscht werden. Und das ist doch, und wenn man sich die Statistiken anschaut, wer aus welcher Motivation welchen Job wählt oder welche Ausbildung wählt, dann sind die, die an viel Verdienst orientiert sind, diejenigen, die eher zu den Ingenieuren, Juristen oder BWLern tendieren. Und das sind dann diejenigen, die wir in die entscheidenden Positionen setzen, aus einer Motivation heraus viel Geld zu verdienen. Also solche Sachen mal in Ruhe anzuschauen und zu sagen, wie können wir durch ein anderes Verständnis von Produktivität und damit auch Vergütungsstruktur wirklich auch mal einen Balance dahin bekommen, dass das, was wir wirklich wertschöpfend ja alle wahrnehmen, kein Mensch hat jetzt geschrien nach mehr Finanzmarkt oder irgendwas, dass wir das ein bisschen korrigieren in unserer ganzen Aufmerksamkeitsarchitektur. Dankeschön, Maja. Es ist, ja, wir sind schon über der Zeit und müssen Schluss machen. Es war aber auch hochspannend. Erstmal herzlichen Dank, Maja. Herzlichen Dank, Tom. Ich glaube, wir sollten das vielleicht noch bei einem Bier fortsetzen, wenn wir die Zeit haben. Auf jeden Fall danke ich euch beiden für diese spannende Diskussion. Danke ich unseren Gästen fürs Zuhören und auch für diejenigen, die sie Fragen gestellt haben. Und ja, hoffe, dass sie wiederkommen bei unserer nächsten Diskussion zu ähnlichen Themen. Dankeschön. Vielen Dank.